Euch? Ach so, doch, das habe ich gesehen. Hey, wie geht's euch? Ich bin pünktlich. Ich bin pünktlich, ich schwöre. Ich gucke schon mal, was wir für Videos angucken könnten. Bisschen ohne euch. Oh mein Gott. Ist auch schon wieder eine Woche her, ne? Das ist immer so krass. Die Zeit, die geht so schnell vorbei. Jetzt habe ich geguckt. Ich glaube, hier rum sind wir stehen geblieben. Das haben wir gesehen. Alles klar. So, hier sind wir irgendwie stecken geblieben. Ich habe was ist? Zensiert YouTube bewusst die eigene Plattform? Was? Was? Hey Joel, wie geht's dir? Alles gut? Klingal versucht, die Trends zu verstehen. Alles klar, das ist nicht möglich. This is not possible. Because this is the YouTube-Trends. Niemand versteht die YouTube-Trends, ey. Ich habe den Witz geschickt. Okay. Das Problem, wenn ihr mir Videos schickt, Leute, ist einfach, dass ich die immer zuerst überprüfen muss, wisst ihr? Weil ich darf gewisse Sachen einfach auf Twitch nicht zeigen. Das ist, und beziehungsweise, wenn ich den Stream dann hochlade auf YouTube, dann wird der halt instant weltweit geblockt, je nachdem. Oder ich muss im Nachhinein noch Sachen bearbeiten. Und das ist halt dann meistens so ein bisschen, ach. Es kommt immer extrem drauf an, was ihr mir schickt, ob ich es zeigen kann oder nicht. Ich muss es einfach vorher angucken. Sonst geht es nicht. Was? Das White Noise wird reserved. Okay, was ist das denn? Mal reinschauen. Die ganze Tubo Rezo-Geschichte hier. Dumme Kommentare mag ich ehrlich gesagt nicht gucken. Das ist nicht von Funk. Okay. Hey! Nick! Was? Was? Du, was? Es ist 10 Uhr und du bist da. Ich fass es nicht. Hallo, wie geht's dir? Oh Mann. Ich hoffe doch, es geht gut. Was hier vor der Öffentlichkeit verheimlichen? Oh wow, so ein Vlog halt, ne? Ich weiß gerade nicht, ob ich das gucken kann. Es würde mich interessieren, aber ich glaube nicht. Das Problem ist, ich darf auch nichts von Streamern zeigen, die gebannt wurden auf Twitch zum Beispiel. Weil ich dann, also weil es ja einen Grund gibt, ob sie gebannt sind oder nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Ich muss kurz rüber fragen. Aber es kann eben gut sein. Weil es geht ja eben gerade darum, glaube ich, dass jetzt zum Beispiel der Drachenlord. Dass der, glaube ich, eben auf Twitch gebannt wurde. Und dass man deswegen halt auch seine Videos eben nicht zeigen darf. Ich glaube eben, es ist tatsächlich so, dass er gebannt wurde auf Twitch. Ja. Oh, Daily Dose of Internet. Das ist immer gut. Was? Ich bin nicht am Schlafen, bin selbst gerade überfordert. Was, du schläfst normalerweise so lange? Dein Ernst? Das ist ja heftig. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, heute bin ich sogar vor dem Wecker aufgewacht, aber ich war danach so wie paralysiert. Kennt ihr das, dass ihr zwar wach seid, aber euch nicht bewegen könnt? Oh Mann, Roman ist bestimmt noch im Schlafen. Nee, also wenn, dann ist er auf der Arbeit. Aber schlafen? Ich glaube nicht. Schlafen ist, würde mich sehr überraschen. Was? Oh Mann. Okay, was haben wir da noch? Einbrechersimulator, lol, schon wieder. Ich will coole Sachen haben. Coole Sachen, okay. Keine Roomtours, nein. Oh, was? Da, Twitch-Clips. Oh, wobei, darf ich die wieder gucken? Ich glaube schon. Das ist ja auch so, die durfte ich eine Zeit lang auch nicht gucken, weil da eben
teilweise bei den Twitch-Clips auch Twitch-Streamer drin waren, auf keinen Fall Drachenlord sagen. Alles klar. Gut. Ja, eben. Ich hoffe, der ist nicht in Twitch-Clips drin. Sonst kann ich nichts dafür. War ja keine Absicht. Ich habe es ja nicht bewusst gemacht. was haben wir da? Okay. Die Anzahl an guten Videos nimmt irgendwie ab, habe ich das Gefühl. Was ist der Kaldet? Okay, es geht zwar 13 Minuten, aber gucken wir trotzdem mal. Streamer Kid Charity. Wow. Okay, na dann. Got Tiny Hands Challenge. Oh, mit Hasen! Mit Hasen! Ich will Hasen gucken, aber nur wegen den Hasen. Nur wegen den Hasen. Was? PewDiePie flossing in VR with Green Man. Warum tust du das? Nein, der Floss ist ja so ein Fortnite-Tanzmensch. Ach. Drachenlord ist nicht auf Twitch, sondern auf YouNow. Ja, ich glaube aber Twitch eben auch. Und ich bin am Arbeiten, nicht am Schlafen. Das ist so eben. Römer ist doch nie am Schlafen. Stucki, hey, guten Morgen. Wie geht's dir? Alles gut? Drachenlord ist auf Twitch gewandt. Eben. Eben. Dachte ich es mir doch. Weil da kursieren gerade ganz viele Videos von ihm, also bisschen über ihn auf YouTube. Und das ist ein bisschen schwierig so. Das ist ein bisschen schwierig dann. Aber gibt echt gerade... Ah, da ist auch ein Daily Dose auf Dingsbums Internet. Was knattern mit 50 Tools Teil 2? Oh Gott, ist das denn für Bullshit? Ja gut, ein paar Videos sind zusammengekommen. Die können wir hier ruhig gucken. So. Was? Nachrichten warnen. Monster-Asteroid könnte 2023 auf Erde einschlagen. Aha. Dann lernen wir noch was, ne? Ah ja, so, genau. Das ist das erste Bild von einem schwarzen Loch. So, das will ich auch noch gucken. Also arbeiten und Twitch schauen. Hey, das geht! Also bei uns im Büro hat jeder 3 Monitore und auf einem läuft eigentlich immer nur ein Twitch-Stream. Außer ich. Ich habe immer noch nur mein Notebook und habe im Büro noch keinen, also was heißt er noch? Ich werde wahrscheinlich auch nie einen haben. Ich habe keinen Computer. Das heißt aber auch, ich habe keine Maus, kein Mauspad, ich habe nur einen Bildschirm. Ist ein bisschen nervig so, aber ich bin auch nur so einmal die Woche dort. Von dem her, weiß ich nicht, ob es sich lohnen würde, dort einen Computer hinzustellen an meinem Arbeitsplatz. Weil ich kann theoretisch an einen anderen Arbeitsplatz gehen. Das Problem ist nur, wer will schon an einem Arbeitsplatz von jemand anderem arbeiten? Niemand, weil ich möchte dann auf meinem Computer, also ich möchte auf meinem Computer dann meine Sachen installiert haben und die installiert es ja dann auf dem Computer und nicht nur auf dem persönlichen Account. Das heißt, wenn ich sie habe, hat er sie auch. Und so, dann nervt er sich. Weil wenn ich zum Beispiel StarCraft oder so runterladen würde, weil ich über Mittag eine Runde StarCraft spielen will. Scheiße. Tja. Und du darfst auf Twitch gebannte Personen keine Plattform bieten. Genau. Eben. Und deswegen darf ich... Ich bin unscharf? Warum bin ich unscharf? Hey, Kamera? Was los? Lol. Ja, aber ich bin wieder arbeiten und schalte zwischendurch rein und schaue nach dem Rechten. Das ist gut, Römer. Dankeschön. Wenn ich dich nicht hätte, was würde ich machen? Ich meine, ohne Scheiß. Ich kenne niemanden, der die Affiliate-Verträge gelesen hat, außer Römer. Ah, Römer ist Beste einfach. Einfach Beste. Ich weiß, dass ihr den Screen nicht seht. I know. Kran fahren und Twitch schauen. Ja gut, das könnte ich mir vorstellen, wird ein bisschen schwierig. Aber wer einen Bürojob hat, ja. Ich habe dir auch gelesen. Echt? Komplett? Ich habe sie nur ein bisschen überflogen. Da habe ich ganz viel nicht gelesen. So, hier sind wir bei den Videos. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns doch einfach mal mit ein bisschen Wissenschaft anfangen. Ich finde, so startet man am besten in den Tag. Oder? Nee, ich will die White Noise Reserved, das Video will ich angucken. Man wird noch schauen. Das ist keine Sorge. Ich gucke das... Wie ich dir schon erklärt habe, Joel, ich muss es zuerst anschauen, bevor ich sagen kann, ob ich es zeigen darf oder nicht.
Was sind die Bilder extra als Set aufgehängt? Ach so. Das ist halt einfach eine. Ich hätte auch nochmal oben hier, also da so nochmal. Ups, André, da nochmal so ein Ding machen können, aber dann wäre es halt zu lang gewesen. Ist da einfach eine Schnur. Das ist nicht ein Z. Ist einfach eine Schnur. Warte. Okay, gucken wir mal. Moin, Lotte! Ich will ja Moin! nicht sagen, dass ich schon letztes Jahr bei Worldwide Wohnzimmer das Comeback von Alberto vorhergesagt habe, aber letztes Jahr bei Worldwide Wohnzimmer gibt. Nein, das habe ich schon geguckt. Warte, ich muss die Stelle hier überspringen. Die darf ich nicht zeigen. Also ich habe schon geguckt. Ich habe angefangen. Stimmt, beim letzten Stream. Ich habe angefangen, das Video zu gucken und musste das dann abbrechen, weil ich eben das Worldwide Wohnzimmer nicht zeigen darf. Aber YouTube und ich sieht hoffe, jetzt ist plötzlich. fertig. Heute gehen wir mal auf ein Oh paar Gott, Kommentare von ey. euch ein, die nicht Oh komplett Gott, bescheuert ey. sind. Da in Kommentarvideos bei mir doch meistens auf Kommentare eingegangen wird, die von kompletten Vollidioten geschrieben werden und aus meinem Ah, Spam-Ordner oh, lol. kommen, Okay, das ist dachte ich okay, Stoll. mir, Das nein, gucke Simon, ich. das kannst du nicht machen. No! Nur weil die Menschen Vollidioten sind, kann man sie ja dafür nicht noch belohnen. Obwohl. Nicht weiterlesen, wenn du keine Werbung magst. Okay. Ich weiß Was? nicht warum, aber ich habe erst im Titel gelesen, Klängern versucht in die Trends zu kommen. X kleines D. Was? Das bezieht sich auf das Video, wo ich versucht Was? habe, die Trends zu verstehen und ist Verstehen, insoweit nicht merkwürdig. reinzukommen. Hä? Weil das Video, wo ich versucht habe, die Trends zu verstehen, in die Trends gekommen Oh, ist. lol. Ja, so ganz gut hat das mit dem Verstehen doch nicht geklappt. Aber der Typ mit dem Du Namen bist Nightfly reingekommen, was konnte willst du mehr? offensichtlich auch einiges in der Zukunft vorhersagen. Vielleicht wollen wir uns einfach zusammentun und noch ein paar YouTuber-Comebacks da. Gott, ey. YouTuber-Comebacks vorhersagen. Außerdem war in dem Klingon, Trendvideo ja. ein Video zu Okay, sehen aber das ist von schon einem okay. gewissen Jemand Kanal, der anderer hat heißt drauf reagiert, Traumtrom, kein glaube Verstoß ich. Ja, gehabt. er heißt so. Der Ach so, scheinbar ja, ich auch hab's gesehen. extrem scheiße sein soll. Joel, das nennt sich Trust Issues. Trust Issues. Ich kann sie nicht aussprechen. Trust Issues. Es ist noch früh. So nennt sich das. Ich muss alles überprüfen. Ich bin wirklich schon oft genug reingerannt. Ich habe schon so oft Videos von euch geguckt und dann wurde mein kompletter Stream weltweit geblockt und das regt mich dann auf. Also deswegen prüfe ich seither alles nach, ob ich es zeigen kann oder nicht. Ja, es gibt Gründe, weißt du? Gründe. Oh Mann. Was ist nicht ein Z ein umgekehrtes N? Ja, so kann man es auch sehen. Auf beide Seiten. Ich habe dich nie angelogen. Ja, du nicht, aber andere vielleicht. Wobei, ich weiß es gar nicht. Ist mir eigentlich auch egal, wer es war. Ich werde einfach ab jetzt alles überprüfen. Ist mir scheißegal, wer das schickt. Sorry, außer Römer schickt's. Aber er ist mein Mod und das hat Gründe. Analysiere mal Ich vertraue tromtrom.de. niemandem, Edit Joel. wird dir Niemandem. gefallen. Außer Ja, Römer, er ist ich mein meine Mod. das negativ. Ja, das klingt ja vielversprechend und nach was, was ich unbedingt machen möchte. Na gut. Dann mach mal. In unseren Schulsachen sind köstliche Schleime drin. Sie Ugh. haben sich in Markern und Ordnern und in einem Klebestift festgesetzt. Wie können wir essbare Schleime in die Klasse mitnehmen? Why, what? Okay, offensichtlich ist das ein ziemlich großes Problem, wofür viele Menschen zum Glück Lösungen brauchen. Um es mit den Worten eines bekannten deutschen YouTubers zu sagen. Oder mit den Worten eines anderen bekannten deutschen YouTubers. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber er hat gerade ein paar Probleme mit der Justiz. Das war so wirklich komplett. Der nächste Kommentar stand unter der Videoanalyse Stimmt, von ich will schon von Römerschers denen. neuem Song. Trigger, Trigger. Das Schicksal an diesen Videoanalysen ist übrigens, dass man sich diesen Song mehrmals anhören muss, damit man ja überhaupt alles analysieren kann. Und man deshalb 3 Tage lang danach mindestens einen beschissenen Ohrwurm von diesem Song hat. Egal welcher Song es ist. Wenn ihr also wollt, dass ich einen Song unfassbar hasse und komplett abkacke deswegen, Jetzt wird da hin, gerne sorry. Video Aber das läuft in die mir immer noch Kommentare. nach. Ach ja, der Kommentar. Stimmt, da war ja was. Producer, wie viele Effekte? Leon, ja. Hä?
ganz im Ernst, Real Talk, ich würde auch gerne so einen beschissenen Ananas-Effekt haben, der die ganze Zeit irgendwie durchs Bild fliegt. Ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwie mal einen und ab dann, ab heute, würde nur noch dieser Ananas-Effekt immer eingeblendet werden bei jedem Schnitt. Real Talk. Und wenn ich diesen Effekt für 18 Euro kaufen muss. Spaß, die kosten wahrscheinlich so 400 Euro. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Leon den so oft benutzt hat. Ich meine, muss ich ja auch irgendwie rentieren, wenn man die bezahlt Ananas. Hat. Die Ananas, oh Gott. Zur Musikvideoanalyse. Klängern, schön das Video auf 10 Minuten 1 gemacht, aber keine Werbung geschaltet. Echt, du hast noch so viel zu lernen, mein junger Padawan. Wenn du einfach ein Video über 10 Minuten streckst und dann nicht mal Werbung schaltest. Kompletter Vollidiot. Manche würden mir unterstellen, das absichtlich zu machen. Ich habe drei Stunden Videos und keine Werbung drin. Sehr, sehr freudig sind und 8-mal Werbung schalten bei 10 Minuten 3. Das was ein ist Zufall. Nervig, ja. Deshalb gar nicht Werbung schalten. Nie genau. Wieder. Dann pleite gehen. Ja. Mist. Aber dazu mal ehrlich, ich habe tatsächlich noch nie bei einem Video, was über 10 Minuten ging, eine extra Werbung geschaltet, einfach weil ich das irgendwie doch ein bisschen räudig finde. Und ja, ich weiß, viele schreiben in die Kommentare, ich kann das ruhig machen, aber bisher hatte ich da nie so den Drang zu. Vielleicht habe ich deshalb auch noch keine Rolex. Fuck! 6 Minuten 20, OMG, er hat richtige Musik gesagt. Holt ein White Noise zum Reserven. Mit Hinblick darauf, dass mich Rezo komplett zerlegen könnte nach diesem Video. Ja, lol. Können wir an der Stelle einmal so ein White Noise... Ja, lol, ey! Können wir das auch einmal nochmal rückwärts... Das klingt genau gleich, Leute. Oh. Also ich... Als Kollegah-Produzent kann zu so einem reserveden White Noise eigentlich nur eins sagen. Dann geht der Beat halt übelst ab mit Hi-Hats und so weiter und Open Hi-Hat, ja, ist schön, schön eine Crash dazwischen, bam, bam. Mach sowas nicht. Ich dachte gerade, mein Handy hätte sich aufgehängt. Bruder, bei einem Effekt, der einen Windows-Fehlerbildschirm zeigt, wie soll dein Handy, wenn du nicht gerade ein Windows-Phone, nee, die laufen mittlerweile auch auf Android, wenn du nicht ein 5 Jahre altes Windows-Phone hast, wie gibt's soll das überhaupt funktionieren? Wobei ich ja eigentlich auch den hier bringe. Hey, lol, das wäre auch lustig. Sie abgestürzt, scheiße. Ich würde direkt neu kaufen. Ja, kauf neu. Auf das iPhone. Ja. Ich bin froh, dass in meinen Kommentaren auch immer mal wieder einige Philosophen unterwegs sind. Menschen, die einen zum Nachdenken anregen, Menschen, die einem Worte auf den Weg mitgeben, die einem wirklich was bedeuten und Wegweiser und Weisheiten im Leben sind, die einen weiterbringen, die einen zu manchen Handlungen bringen oder eben nicht. Schmerz vergeht, was bleibt, ist der Bombenprank. Das wäre ein Problem, aber zum Glück... Ich bin absolut brandsafe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und bevor wir jetzt in die Endcut gehen, muss ich sagen... Nö, das werden wir nie erfahren. Sorry. Oh Mann, ey. Das mit Trümmer verstehe ich. Ja, eben, gell? Trümmer ist halt vertrauenswürdig. Das Fall für die Akte X, das ist ein Z oder ein N. Vielleicht ist es auch einfach ein Blitz, weil ich Harry Potter Fan bin. Oder den Flash cool finde. Hatte schon mal daran gedacht. Das Motto ist auch gebannt worden. Jetzt wieder entbannt. Darfst du ihn zeigen? Wenn er wieder entbannt worden ist, dann ja. Wahrscheinlich. Guten Morgen. Boah, Wünschung, wie geht's dir? Ist das eine Mango? Nee, das ist eine Kaki. Eine Perskimon Kaki. Die nennt sich so. Die sind lecker. Ich esse die ist so sau gerne. Und im Moment sind die... Überall zu finden in der Mikro. moin. Hey, Dürri. Alles gut? Alles gut? So, okay, warte. Ja, was Klänger abschließende Worte sind, das werden wir nie erfahren. So leid. Was wollen wir jetzt angucken? How to move your mustard? Habe ich das angeklickt? Was ist das? Hä? Hast immer noch Husten wie bekloppt. Aber ansonsten geht es mittlerweile wieder einigermaßen. Oh. Du musst Ricola-Täfeli essen, weißt du? Mit Ricola-Täfeli geht der Husten weg. Das ist so. Weißt du warum? Wir Schweizer haben es erfunden. Das ist Swiss Quality Branded. lass uns doch Hunde-ASMR schauen. Nein, was Hunde-ASMR? Das ist echt was, das verstehe ich nicht. Warum kann man das? Ach, wieso? Was? Aber dann rede ich ja nur noch Schweizerdeutsch. Nein, nein, das ist die Wirkung von Ricola ist. Nicht, dass du Schweizerdeutsch sprichst. Die Wirkung von Ricola ist, dass du einen geschmierten Hals hast. Dann kannst du wieder richtig sprechen und hast keinen Husten mehr. Weißt du?
Es geht gut, Severo. Ja, Diri, mir geht's gut. Ich habe gerade Spaß, wie du siehst. Hey, Jubitrix, danke für den Host. Jetzt muss ich mich aber echt mal fragen, was passiert ist mit den Dingensbummens, mit den Alerts? Hatte ich das alles? Hä? I don't get it. Ist ja aktiviert und alles. Wieso funktioniert das denn nicht? Schräg. I don't get it. Verstehe ich nicht. Lol. Jubitrix, hey! Und danke für den Host, auch wenn es mir hier nicht angezeigt wird. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss dem mal nachgehen. Was? Man versteht sich. Wie heißt so? Guck. Haki. Da, das ist ich gerade. Die sind mega lecker. Das ist Kaki. Oh Mann. Ja, da muss ich danach eben ein Ricola essen, ne? Damit ich keine schlechten Duft aus, also keinen schlechten Geruch aussende, da weißt du. Ricola macht alles besser. Ich weiß, dass die so heiß, aber es ist trotzdem lustig. Mann. Echt, manchmal, Leute. So, hier. Wunschvideo von euch. Ich muss mich jetzt schon voll tot lachen. Oh, Achtung, das kann ja nur Hi, gut Fanbase. Werden. Ich bin der Ben, das sind Warum die Jungs. Warum Fanbase? Dran. Und heute bin ich deine was Fanbase? Was unfassbar komisches. Und zwar, beende dein Date mit nur 4 Worten. Und ich musste gerade schon so lachen. Hashtag flirten kann ich. Ein guter Bekannter hat mich neulich auf... Warum ist Römer nicht da? Bei dem Video brauchte man Römer mit seinen Ultra... sensationell guten Anmachsprüchen, so, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wenn wir einfach den gestrigen Abend nochmal Revue passieren lassen und Suelle ist ja da. Ja gut, okay, kein Wunder, findest du das gut. Rieche ich so oder bist du das? Das bist du, sorry. Diese Aktion aufmerksam gemacht und hat mir dann schon so die ersten paar Sprüche gezeigt und Es ist einfach Gold wert. Ihr müsst euch also vorstellen, ihr habt entweder gerade ein Date, ihr trefft gerade aufeinander oder aber ihr habt das Date schon so ein bisschen laufen lassen und dann landet ihr irgendwann im Bett. Ich find und dann SpongeBob haut man da so unten, 4 Worte raus, die mit, alles zerstören. Oh da braucht ihr jetzt so ein bisschen vorstellen. Mit dem Pimmel finde ich lustig. Aber wenn man sich das mal vorstellt. Schnacken war gar nicht lang. Los geht's. Besoffen warst du hübscher. Meine Mutter parkt noch. Ich habe Ananassaft getrunken. Muss man vielleicht erklären, angeblich hilft Ananassaft dabei, dass Sperma besser schmeckt. Und insofern sagst du also schon am Anfang deinem Gegenüber, ich habe Ananassaft getrunken, damit du später mein Sperma schlucken kannst. Genau. Wie viel letzte Preis? Wie bei eBay Kleinanzeigen. Mein Pilz normal. Juckt. Ist normal. Was? Deine Mutter bezahlt mich. Boah, eigentlich gar keinen Bock. Du bist der oder die einzigste Horror. Deine Mama war besser. Ich mag dein Doppelkinn. Hab meinen Bruder mitgebracht. Wie Wait, krass, what? Inzest und direkten Dreier. Ich vermisse meine Ex. Niemals sagen. Ich bin dein Vater. Mein Name hey, ist Daddy. Kevin. Ohne Witz, ey, das hat so viele Likes bekommen. Das scheint angeblich mein immer noch ein Kenny. Thema zu sein. Ich find's albern, aber okay. Also ohne Scheiß, es ist so gemein. Aber jedes Mal, wenn ich den Namen Kevin höre, muss ich lachen. Also so innerlich, so... Versteht ihr das? Kennt ihr das? Bin ich die einzige Schwester? Hey, ich bin übrigens verheiratet. Oh, mega oh, wow. Meine Ex hat's gemacht. Mit viel Knoblauch, bitte. Oh, du hast Geil, Mamas ich liebe Brüste. Knoblauch. Wait, what? Sind die Titten echt? Warum liegt denn da Stroh? Ich hab ein bisschen Durchfall. Ich muss noch kacken. Oh my God, yeah. Du riechst wie Oma. Du, das will ich nicht wischen. Genau wie meine Ex. Ich muss dringend kacken. Bist heute mein Vierter. Mein Schwanz ist riesig. Bist eigentlich ganz nett. Deine Fotos sind schöner. Oh, bin doch schwul.
Wie heißt du nochmal? Früher war ich ein Mann. Komm, das könnte ich sein. Wie heißt du nochmal? Und für alle, die sich jetzt angegriffen fühlen, ey, chillt. So läuft es im Leben. Mal ist man der Jäger und mal ist man der Bär, okay? Mal gibt man, mal nimmt man. Zieh mal am Finger. Boah, Alter, dass dieser Spruch immer noch läuft. Mein Papa fährt uns. Na doch schon. Ah, das ist sehr sexy. Ich drücke 100 Kilo. Oh, wie ätzend diese Leute. Ich bin der geilste Fitnessmann. Und am besten dann noch so hier so Streifen in der Haare und so. Oh, du hast da Popel. Boah, bist du schwer. Ich habe Viagra dabei. Und auch hier wieder, es ist nicht schlimm, Potenzmittel zu nehmen, wenn es nötig ist. Alles cool, entspannt euch. Online war er größer. Jeder Mensch kann abnehmen. Schnell, ich will noch zocken. Aber schlauer werden ist schwierig. Mama hat's nicht erlaubt. Naja, war schon besser. Guck dabei woanders hin. Oh, hier riecht's nach Fisch. Hab ins Bett gemacht. Ich bin ja YouTuber. What? Was? Ich kacke im Stehen. Wenn auch ihr im Stehen was? Kackt oder euch das Video gefallen hat, jetzt den Daumen nach oben und alle so, ach du Scheiße, kacken die alle im Stehen. Schreibt mir eure vier Wörter zum Beenden eines Dates unten in die Kommentare. Die Jungs fragen, abonnieren, die anderen Videos gucken. Ich bin voll. Also was, ich abonniere das jetzt. Ich finde es lustig. Die hat mir das letzte Mal schon mega gefallen. Meine Hand ist besser. Ich bin schon schweif. Ich habe alte Zysten, was? Was hallo, ich heiße Uwe. Meine Hobbys sind Mikrowellenpommes und Tic-Tacs wiegen. Also Moment. Sind deine Hobbys Mikrowellenpommes und Tic-Tacs zu wiegen? Oder sind deine Hobbys Mikrowellenpommes und Tic-Tacs, also beides, zu wiegen? Das musst du mir mal jetzt erklären, bitteschön. Ich habe es nicht ganz verstanden. Mein Lieblingsfach in der Schule war Französisch. Und mein bester Freund ist ein Kaninchenmännchen. Welches? Was ist ein Kastanienmännchen? Oh, Kaninchen hätte ich jetzt besser gefunden. Aber Kastanien sind auch süß. Welches ich 2011 selber hergestellt habe. Ja, immerhin hast du es selber hergestellt. Das ist ja mit Kaninchen schwierig gewesen. Aber okay. Beides einzeln liegen. Ah, sehr nice, sehr nice, sehr schön. Also der Kevin heißt es Gestalt gestraft fürs Leben. Ja, der hat einfach dumme Eltern, die nicht im Internet unterwegs sind und das dann auch nicht verstehen dann, ne? In südlichen Ländern ist es normal, dass man im Stehen kackt. Das ist echt? Echt? Ist es so? Okay. I don't know. Ich war nie dort. Ich habe es nicht gesehen mit eigenen Augen. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Ich glaube ja nicht. Was ist das, ein Kanal für Jungs, die Fragen zur Sexualität haben? Ich weiß! Darf ich das deswegen nicht abonnieren? Das ist doch voll lustig. Find's gut. Simks TV, wie geht's dir? Alles gut? Guten Morgen. Es hat nur noch Loch im Boden. Ja, das schon, aber da kann man hier so drüber kauern. Weißt du, was ich meine? So, also, how to was? Ah, das ist Daily Dose of Internet. Ich dachte schon, how to move your mustard. This is your Daily Dose of Internet. This company developed a device that can pick up different types of sauces, such as ketchup and mustard, without changing its shape. The demo used a compact robot hand to scoop up and transport complicated forms, resembling a mixture of ketchup and mayonnaise. Why? Das ist irgendwie weird. Swiddle nennt sich das. Okay. LOL Play! Was? Okay, ich muss das gucken, sorry, ich lese gleich. Das sieht voll geil aus, Mann! Holy shit! This man threw some ice cubes on the ground and pretended to slip and fall so he could claim money from his insurance. Obviously, it didn't work out, and he was later arrested. Obviously, ne? Das ist aber doof, dass da eine Kamera hing, ne? Oh, lol! Dann auch noch so schlecht. Many professional car commercials are filmed using something called the Blackbird. This vehicle is used to place computer-generated content over the car. If you see a car commercial, there's a pretty good chance that the car itself isn't even there. Wow, wie traurig.
Vor allem cheaten die K-Jungs, ey. Oh Gott, wie geil. ist schon geil gemacht, so, ne? Ist aber schon nice. Also eben, was? Okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde ganz leise mitgeschaut. Aber wer ist bitte Pommes aus Mikrowelle? Das ist, Undercover Uwe. Der Uwe ist es. Oh, die Katze. Oh nein! Nein! An Island Pony. Oder Shetland. Also this is a miniature mellow sea slug, and they can be found in the waters of Indonesia. Aufgemalt. Ey, guck mal. Da hat mir jemand mit Edding ist da ausgerutscht. Ey. Die sieht echt krass aus, ey. Hello. Please come to say good day. It's Indy and her little Joey. Richtig ausgeleiert schon, weil das Ding schon so groß ist. Ach ja, hallo. Ja, bei mir ist alles gut und bei dir und bei euch. Also, oh, das habe ich gesehen auf Instagram. Das war richtig so. Ich will auch. Aber der Zahnbürste. Oh Gott, guckt euch das Gesicht an. This cheetah found a tortoise and I wasn't really sure what to do with it. Wie geil. Also Pommes aus der Mikrowelle sind ja wohl mega. Ich weiß nicht, ich habe keine Mikrowelle. Ich mag aber Pommes aus dem Ofen. This company developed a bag you're supposed to put on your dog to make it dry faster. Was? Wie bitte? Was? Hä? Willst du mich verarschen? Ja, es... That's in this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Da kannst du ganz viele fiese Sachen mit anstellen, habe ich irgendwie das Gefühl so. Oh mein Gott, ey. Ich habe keine Pommes. Ich habe auch keine Pommes. Ich habe auch keine Mikrowelle. Ach so, das ist richtig ausgeleitet, weil das Ding ist schon so groß. Das ist Steffi 2019. Mann, ihr seid gemein. Solche Sachen höre ich dann immer ewig. Das ist Pommes, Mikrowelle. Die werden nicht crunchy. Ja, die müssen knusprig werden, sodass die so richtig so ein bisschen, weißt du, das außen crunchy ist. Das passiert, das funktioniert eben sehr gut im Ofen dann. Wollte mir einmal betanken. Hä? Ach so! Einmal bedanken, dass du dir was every time für uns Task ist, tue ich echt nice finde. Okay, deine Streams sind always hot and fly. Turn off. First, wenn du hier angekommen bist. Ach, sei es. Was? Sein tust, bist du ein Wigger. Was zum Teufel ist ein Wigger? Aber danke. Denke ich jetzt mal. Ich mag aber labbelige Pommes. Wer mag denn bitte labbelige Pommes, Mann? Achtung, aufgrund einer kurzfristigen Schärfeerkrankung wirkte Heider in der ersten Hälfte des Videos etwas unscharf. Oh, in der zweiten Hälfte geht's ihm dann aber wieder besser. Das ist aber schön, Heider. Pfui. Hey, ich bin's, der Heider. Ihr kennt mich vielleicht noch von meinem Kanal. Der Heider. Das ist ein schöner Stuhl. Der ist so scharf. Au. Was für eine Einleitung. Naja, jedenfalls habe ich mir doch neulich dämliche Instagram-Fotos angesehen und bin zu folgendem lyrisch hochwertigen Fazit gekommen. Der geilste Sprecher. Und auch der beste Rückblende der Welt, geheidert Intro, puff, yeah. Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, auch wenn ich aufgrund meines Mittelfingers, a.k.a. Häuptling Schlappe Nudel, noch nicht so ganz fit im Schnitt bin, aber ich sagte Schnitt, nicht Schritt, geil. Kann ich trotzdem nicht anders und muss. Turbo das Puff-Intro war gut. In der letzten Folge habe ich mir ja Karmuschka und ihre gleichwertig intellenzbeseelte bessere Hälfte angesehen. Und genau in dem Moment, als ich mir dachte, dass Insta-Fotos kaum noch gestellter sein könnten, habe ich ihre Bekannte entdeckt. Anna Johnson. Aha, ach 25 so. Ja, und aus Köln. Tägliche Beiträge um 9 p.m. Podcast, die Johnsons. YouTube, Anna Johnson. Und ein Frauchen ist auch. Wifey to Tim Johnson X. Moment. Ja. Der Name kommt mir so bekannt vor. Das ist doch der Kumpel von Karmuschka Stecher, mit dem er die Milka-Werbung gemacht hat. Ja, sind die alle irgendwie vernetzt? Natürlich! Gibt's da ein Nest? Und welche Art von Brennstoff brauche ich, um dieses Nest zu vernichten? Und da schau einer an, er hat natürlich auch eine Milka-Werbung gemacht. Natürlich! Auch im Auto, wie einfallsreich. Das ist alles eins. Das ist eine richtig echte Masse so. Meine zweitens liebste Beschäftigung. Autos! Jeder, der mich länger als 2 Stunden kennenlernt, weiß, dass ich ein riesen Autofan bin. Wisst ihr, was ich da sagen würde? Ich muss doch kacken. Anna!
ernsthaft? Nee, bei Autos bin ich raus, echt. it's nice side to swag. Wicker ist sowas wie ein geiler Stecher. Was labbelige Pommes. Die man nach einem McDonalds-Besuch eine Woche vergisst. Du meinst eine Woche lang nicht vergisst. Und die dann noch essen will. Ach so, so meinst du. Mein Auto wasche ich teilweise öfter als unser Badezimmer. Ja gut, ich bin ja jetzt schon ganz froh, dass da zumindest nicht öfter als meinen Zipfel steht. Aber ja. Zurück zu Anna Johnson. Anna Johnson, die Frau, die Schnappschüsse präsentiert wie aus dem Leben gegriffen. Authentizität wird hier noch groß geschrieben. Mega. Wer kennt sie nicht? Die klassischen Szenen, die sich in unserem Alltag abspielen, wie die Pyjama-Party am helllichten Tag mit Scheiße im Gesicht, die wir bearbeiten mit Maßbändern, Mischpaletten, Pinsel im Haar und Linealsamt, Schere im Arsch, kleine Post-its, weil wir Designer sind, Szene, oder die, ich bin zu blöd, mir meine Hose auszuziehen, deswegen male ich mir Cremestreifen und Herzchen auf die Oberschenkel, ihr solltet mich mal beim Aufzugfahren erleben, Szene. Nee, okay, jetzt mal ohne Spaß. Ich dachte, Karnuschkas Müsli-Bild würde ultra gestellt wirken, aber Greiz hackelt sie fix. Anna Johnson trennt ihren Fraß sogar vertikal nach fucking Zutaten. Ah, deswegen also das Bild von ihr beim Gehege-Eintrag zu Zwangsneurosen. Manchmal lebt die Anna gefährlich und hebt ihren Haxen beim Hütchen holen. Das würde ich natürlich daheim auch machen, wenn ich Bock auf eine Halswirbelfraktur und einen gescheiten Schädelbasisbruch habe. Manchmal fällt ihr ein bisschen Obst ins Badewasser, während sie den neuesten John Grisham-Roman liest, im Badeanzug. Mit der Sonnenbrille auf. Wie dem auch sei. Denn manchmal schaut die Anna mit einer heißen Tasse Wodka Gorbatschow ganz verträumt ins Winterpanorama und trägt eine Pudelmütze. Aber es ist halt echt, die nerven mich so dermaßen, die Bilder. Kalt ist. Manchmal fällt dir ein kleines Flutloop beim Fressen einfach so genau auf die Nase. Das sind eben die Gefahren des Alltags. Das passiert so schnell, das glaubt ihr gar nicht. Jedenfalls freut sich die Anna dann immer so ein bisserl, während sie dahin schirgelt. Mein persönliches Highlight ist allerdings das hier. Liebe Anna. Hä? Ich hab so viele Fragen an dich. Ich auch! Warum liegen da Blumen und Erdbeeren auf dem Tisch? Warum versuchst du mit dem Stift? Das ist jetzt nicht die Frage, die ich. Warum liegt da ein Notizblock, wenn du einen Laptop voller Fotzen hast? Ja. Was schneidest du mit der goldenen Schere? Hat der Lippenstift auf dem Wochenkalender irgendeine fast schon poetische Intention, von der ich nichts weiß? Nö. Und warum zeigt dein fucking Laptop nur. Moment, da ist ein Fruit Loop. Darum geht's. Das ist Schleichwerbung. Fruit Loop. Da guckt. Seht ihr's? Triggers. Und die Uhrzeit an, wenn du doch eigentlich gerade total busy bist. Du Hundsverrecktes. Dreifach gefistetes. Jedenfalts wird's gleich noch lustiger, wenn jemand dabei ist. Schau, Schatz. Ein Brückenkabel. Ich könnte euch jetzt noch so viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel von damals, als Anna stockvoll gegen eine Laterne gelaufen ist, weil sie ihre Mickey-Maus-Mütze wieder zu tief ins Gesichtsdreieck gezogen hat. Sie ist aber auch ein Tunichtgut. Oder von dem einen Mal, als Anna beim Streichen ihre Hose vergessen hat, von Tim Huckepack genommen wurde und sie ihm spielerisch beim T-Herz A an die Wand malen mit Farbe bespritzt hat. Und natürlich wurden dabei kleine Papierhütchen getragen und natürlich hatte Anna einen kleinen Klecks auf der Nase und natürlich hatten alle so viel Spaß. Spaß. Was hatten wir euch eine Woche? Spaß. Oh ja. Das gibt's ja noch. Diese Momente, Spaß in denen ich mir die hervorragende Qualität einer Bravo-Foto-Love-Story herbeisehe. Oh shit. Hyper, Techno-Scooter, Kussi. Ja, genau. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Klickt da kräftig in diesen Videos rein. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass ich weitere Insta-Videos mache oder bitte. Euch mal aus einer Bravo-Foto-Love-Story vorlese, schreibt mir gerne in die Kommentare entweder Insta oder Love-Story. Oh, und übrigens, am Sonntag um 18 Uhr bin ich live auf Max. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da moderiere ich nämlich und zocke Anthem. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und vergesst niemals, ohne Anna kein Gejammer. Weiter die... Oh, lol. Oh, scheiße, ey. Aber ohne Witz, das ist halt echt so. Die Fotos, die haben wirklich... Also die Fotos auf Instagram, die haben Ausmaße angenommen. Das ist genau der Grund, warum ich da weg wollte. Also ich bin ja... Ich habe ja mit YouTube und Instagram eigentlich so ziemlich aufgehört. Also mit meinen Hauptkanälen. Ich habe ja gewechselt jetzt. Ich habe ja einen neuen Instagram-Account, wo ich nicht mehr so ultra... Guckt mich an, mein Leben ist so schön, Fotos hochladen will, wenn mich das ankotzt. Und ja, YouTube habe ich ja auch gespickt. Ich habe gestern sogar eine Anfrage abgelehnt von Freunden von mir. Also Freunden von guten
Bekannten, Kollegen so, weil ich einfach gedacht habe, so Leute, YouTube, ich bin raus, vergisst's. Nicht mehr wieder. Was in der Bar, labbelige Pommes? Diese großen, dicken. Nee, groß, dick und ist gut, aber knusprig muss es sein. Das habe ich fast schwarz gesagt. Nicht labbelig. Mann. Was die großen, dicken, die Männer nicht Pommes. Was, oh, krass Bilder. Ja, krass sind sie schon, aber die sind so dermaßen gestellt, dass man sich halt echt wundert, so Leute, schnallt ihr, also vor allem die Fans dann, Leute, schnallt ihr eigentlich nicht, dass das niemals real life ist, never? Steffi kann auch solche Bilder machen. Ja, lol, ne, solche nicht, weil ich den Sinn dann dahinter nicht stehe. Also ich sehe, weil wenn eben gerade das letzte Foto, also so das da, wo ist es? Das hier, ist halt echt so, da würde bei mir einfach ein Laptop stehen, und ja, vielleicht ein Kaffee, aber einfach in der Tasse oder so. Und nicht noch da. Da kannst du ja gar nicht arbeiten. Wie sieht es denn bitte aus? Voll bescheuert, ey. Ja. Ich habe kein Insta, kein Twitter und kein Facebook. Fühle mich von der Gesellschaft ausgeschlossen. Fürs Batman. Du hast ja Twitch. Das reicht. Das ist eh Beste. Ah, der Videomacher ist eine Legende. Der kommentiert wie ein Stefan Raab. Du meinst der Heider. Der Heider ist aber auch geil. Ich mag Heider echt. Ja, genau. Groß und dick ist gut. Genau. Hey, willkommen, wie geht's dir? Hallo. Was grüßig muss sein? Was hast du gesagt, Steffi? Nix. Hey, Swiss Tendo, Domi, wie geht's dir? Hey, was? Echt, langsam frag mich wirklich, was mit den Alerts los ist. Ich habe auch irgendwie jede Menge verpasst, habe ich immer irgendwie so das Gefühl. Nö. Okay, aber danke, Domi. Voll lieb von dir. Groß und dicker ist gut. Steffi 2019. Boah, ich werde hier wieder aus dem Kontext raus zitiert. Das ist echt nicht nett von euch. Ich bin zwar ein Kunstlehrer, aber ich würde dich trotzdem gerne knien. Ah, kein Kunstlehrer. Oh Gott, ey. Oh wow, ich habe keine sozialen Medien. Alle wundern es. Was? Ich mag es nicht, dass viele vieles wissen über mich. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich find das absolut eine faire Meinung. Es gibt halt... Manchmal ist es halt echt nervig, wenn die Leute so... Sachen über dich wissen, wo du zwar selber dich dazu entschieden hast, ins Internet zu stellen, aber dann trotzdem denkst du dir so, ach, come on, das ist 5 Jahre her, warum hängst du mich jetzt daran nochmal auf? Naja. Oh yeah! Oh Gott, Diablo, ne? Gott. Ah, wie geil! Level 1! Das Heiltränke, wahrscheinlich ist das so. Oh Gott. Ja, oh, das wäre schön, wenn das funktionieren würde, ne? Sandy B. Sandy B. Okay. DB. Sandy B. DB. DB, DB, DB. Was ist das? DB. Oh yeah, DB, ja, das ist auch fast nur DB, Twitter und Twitch. Ich bin Twitter-süchtig. DB, 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 was ist DB, DB. Hi Leute, tschüss Leute. Res me please, res me please, res me please, res, 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 res me please, res me please. Oh no! True story. Ja, das glaube ich sofort, dass es eine true story ist. Holy shit. Wie geil. Scheiße. Ja, ich bin da, also Twitter-süchtig bin ich mittlerweile nicht mehr so. Aber ich muss echt sagen, seit ich ein bisschen mehr auf Twitch jetzt auch unterwegs bin, läuft bei mir immer irgendein Twitch-Stream. Ist halt auch richtig nice. Good old Diablo 2, yep. Was ist das? Das war eine Diablo, so kleine Verarsche. Oh Mann.
Ja, ist echt. Wenn man es ein bisschen kennt, das Game oder die Mechaniken, dann ist es halt ultra lustig. Ja, genauso geht man mit Neulingen um. Ja, ist halt echt so. Ich meine, aber sind wir aber ehrlich, da musste irgendwie jeder mal durch, ne? Also, als ich zum Beispiel mit WoW angefangen habe, und da war ich doch auf dem PvP-Server, ich war alleine, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel, und dann, ja, bin ich halt so, habe ich meine Quests erledigt, war so ein kleines Dörfchen, wo ich meine Quests erledigt habe. Und da kommt so ein Level, was war das damals? Keine Ahnung, halt mega hohes Levels und ich hatte so Level 25 oder so und da killt er mich einfach so One-Shot-mäßig, ne? So One-Hit, tot, boom und alles und ja, dann habe ich mich gerest. Also bin zurück zu meinem Körper gelaufen, habe mich wiederbelebt und da war schon wieder. Ich so, nein. Dachte ich so, okay, ich warte, ich gehe mal auf Klo und dann mache ich weiter. Dann habe ich mich gerest, also bin mit dem Körper gelaufen, habe mich wiederbelebt und tot. Da habe ich das Spiel abgestellt, habe irgendwas anderes gemacht für eine Stunde und dann bin ich zurückgekommen. Und dann war er Gott sei Dank weg, aber das war ultra nervig. Holy shit. Also, warum wurde er da am Anfang so gebufft? Ja, der wurde halt mitgezogen, ne? Ich meine, es ist halt entweder oder. Und dann ausgerufen. Es war ja nicht dasselbe, es waren ja zwei verschiedene, oder? Lach nicht, LOLplay, es geht jedem so. Oh, ich glaube, es ist noch nicht Zeit für Oh Essen. mein So. Gosh, man. Oh mein Gott. Du bist so pretty. Oh mein Gott, ich liebe So. deinen Manbeard. Hallöchen, meine schönen Boys, ne? Hi. Ich Ich möchte Boy, irgendjemand was? von Wer euch tut? mal die Keule massiert kriegen. It's pretty good, man. Wir sind doch keine Wait, Zwölfe what? mehr, dass wir jeden Euro aus dem Fenster schmeißen, den wir haben. Hast du mal was von Sparen gehört? Ja, Ich bin Maike. schwanger. Wie willst du das machen? Ja, jetzt ist es raus. Ich bin schwanger und ich habe Angst, dass wir verarmen. Ja, lach nur. Ich weiß das schon vor lange. Was meinst du, warum ich dir die ganze Zeit sage, spar das Geld? Dann sag ich heute, dass du schwanger bist, du Tante, Mann. Oh, solche Sagen, das ist echt ohne Scheiß. Sowas regt mich so richtig auf. Die ganze Zeit rumnerven und motzen, aber nie sagen, was der Grund ist. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist typisch Frau, ne? Ohne Scheiß jetzt. Das machen nur Frauen. Ein Kerl würde hinstehen und sagen, was Sache ist. Ich kenne keinen Mann, der das so machen würde. So, aber Schatz, du musst sparen, weil halt. Ich sag dir nicht, dass ich schwanger bin, aber nee, spar halt, weil ohne Grund und so. Irgendwie sind das immer die Frauen, die was erwarten ohne Grund. For no fucking reason, so, ne? Oh Mann, nee. Ah, ich darf mich nicht so aufregen. Ich muss auf meinen Blutdruck achten. Das nein, kein Essen, bitte. Ich muss abnehmen. Mal schon. Essen kommt um die Mittagszeit. Dann darfst du auch essen. Was? Aber so sind ja alle Frauen. Nee, nicht alle zum Glück, ey. What the fuck? Woher soll er das wissen? Ja, eben, diese genau das. Die sagt ihm so, spar, 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 aber nennt keinen Grund. Sorry, wenn ich keinen Grund habe, was zu tun, dann mache ich es auch nicht. Ist echt so. Hätte Frauen keine Mumu und keine Euter, würde ich sie hassen. Oh. Ja, es gibt auch coole Frauen. Okay? Es gibt wirklich gute Frauen. That escalated quickly. Ist auch echt so. Oh wow. Kann man diesen Pullover vielleicht in deinem Shop kaufen? Sieht mega gut aus. Werbung. Hä, welchen Pullover? Meinen oder welchen? I don't get it. Meinen Ja. schon. Es ist Annie. Oh lol. Töte mich. Nein. Ich will das noch ein bisschen länger angucken. Ja, alles klar. Konrad, No, wie geht's dir? Hi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Keine Titties. Was, Titties? Warum Titties? Nee, 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 nee. Kein Freibier. Bruder, ich trinke noch Wasser. Frei Wasser. Als ob. Wo ist der? Was? Was?
meinen Pullover? Wenn du den siehst, hol ihm einfach eine mal auf den Nacken. Okay. Okay, und dein Bruder kriegt ein Biss in den Nacken. Da gibt's im Shop, aber nicht in Violett für Männer. Violett ist nur für Frauen. Wieso gibst du Nacken? Ich hab ihm schon gegeben. Wieso? Ich muss in Training. Ich hab Fußball. Was? Ich hab Fußball? Ist gut. Was? Also da sind wirklich. Prag meinte ich. Oh, das, schön. Das ist die Intelligenz des Internets gebündelt auf einer Plattform. Und ich redest du von TikTok? Nein, man nennt das ein Witz! Man ist ja, man scherzt nicht. Über alles. Geil. Ich kann ja hier nicht gegenfahren, ne? Kalandra, was bist du müde? Was ist okay? Oh lol. Du schaffst es, Kalandra. Wir glauben alle an dich. Ich dachte, dass er darüber kann. Ich dachte, also wenn ich dagegen fahre, ich bleibe immer stuck da. Mach was falsch. Mach was falsch. What? Aber ja, Befehle finde ich geil. Sorry, gib bei den Männern kein. Oh lol. Es gab, ich glaube, ich bei den Männern kein Violett. Ich finde Violett eben auch saugeil. Ich muss gucken. Vielleicht muss ich sowieso Plattform wechseln. Warte, mal schnell kurz Real Talk. Wahrscheinlich muss ich für die Merch-Plattform wechseln. Weil das letzte Mal, ich habe 3,5 oder 4 Wochen auf meinen Pullover gewartet. Das kann einfach nicht sein. Es tut mir leid. Area, ne? Ich würde das jetzt sogar diese lila tragen. Was? Lila? Wie lila? Was? Warum? Den rosa Farben. Morgen kommt übrigens der neue Mikrofonarm. Das heißt, es wird da nicht mehr quietschen. Genieß noch mal den Sound. Sag doch, Fortnite ist ein Kinderspiel. Ist es auch. Gestern habe ich im Zug so 2 Kids gesehen. Die waren so, ja, so halb 11, 10, 11 Jahre aus. Oh ja, Herr Nachbar! Oh, oh ja! Oh. Hat wer von euch Boxen an? Ich hoffe nicht. Was gibt's denn auch in 8XL damit? Ich weiß es nicht. Was? B100 TV? Hi, alles gut bei dir? Oh lol, seriously, das geht? Hey, okay, und jetzt verfehlen und ins Wasser fallen und sterben. Ah, shit, wow, wie er keine Miene zieht, ey. Keine Miene. Ist der ein Roboter? Ah, jetzt, okay. Bei mir? Wow, ja. Wow, die Emotionen. Ja. Diese Emotionen. Lol. Alter, was macht der denn? Oh, scheiße. Na, und ich mag ihn in der Spiele. Ja, Sustendo, das wissen wir. Deswegen nennst du dich ja auch Sustendo, nicht wahr? Nee, alles gut. Ich mach hier Nintendo auf. Bleib du dabei ja gar nichts. Ich weiß ja gar nicht, ob der mir überhaupt wehtun will. Naja, er sieht böse aus. Oh. Was hier klappern an mich? Das ist mir neu. Ich klapp immer nicht Kalandra, das weißt du. Oh mein Gott, ich könnte dich gerade so beleidigen. Shit happens. Ich geb dir Küsschen. Oh, ey! Ekelhaft. Oh, ich hab sogar gespuckt. Gespuckt ist gut! Das haben Gott sei. Jawohl. Servus, hey, guten Morgen! So nein! Mann! Oh, ich darf den ja nicht zeigen! Was ist passiert? Ich bin in meine eigene Nate reingerannt. Ist tot? Uff. RIP! Wieso weißt du das nicht? Das ist doch dein Merch. Ja, und schon viel Arbeit, oder? Ich glaube, es gibt nur shame. Bis XL. If someone just takes it! Und ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendwer ja dafür interessiert. Deswegen. Keine Ahnung. Was ist ein Missklick? Oh lol. Uff. Also shit, ich bin Steffis Gottheit. Sie glaubt an mich. Ja, das kann man es auch sehen. Nein! Warum? Alexa, Kaffeemaschine aus! How did that happen? Oh no! Jess, alles gut. Oh no! Alles gut. Oh no! Alexa, Kaffeemaschine aus! Das ist dieses Kabel. Ja, das ist blöd, ne? Hört ihr meine Stromwellen?
Du elektrisierst mich, Baby. Boah, aber Leute, hat die Greenscreen oder ist das echt ihr Zimmer? Ohne Scheiß, ich schwöre, es Greenscreen. Das kann nicht ihr Zimmer sein. Unmöglich. Das sieht aus wie so ein Japano-Zimmer. Krass. Holy shit, die Pikachus, das ist unmöglich, echt? Minix ist so cool. Ja, aber ist sie echt? Was, really, Steffi? Was denn? Was, du elektrisierst mich, Baby, oder was? Oh Mann. Aber ohne Scheiß, ist das echt? Das ist doch 100 pro Greenscreen. Okay, der war schön. Zugegeben. Ha, RIP! Nee. Was? Wie, der lebt noch? LOL! Verarscht! Gar nicht wie selbst, Mann! Ja, RIP! Das Brücki. Ah, jetzt stimmt das aber auch noch! Nein, und der ist auch noch tot! Oh, wow! Das ist das Greenscreen, das sieht man doch sofort. Ja, eben dachte ich doch, oder? Servus! Timing, ja! Was los? Oder halt einfach nicht greedy sein, so, ne? Autsch! Was ist denn jetzt da rumgestanden und hat gewartet? I don't get it. Ey, mir grad so egal, dass ich jetzt sterbe. Das Outfit, ey. Wenn der in echt auch so rumlaufen würde, dann würde ich ihn feiern, aber... Oh lol! Nicht rumstehen! Oh, Timo top! Oh, ich hab Flash ready! So, Freunde! Oh guck Gott! Guck top lane, was jetzt passiert! Oh, ich roll schon mal an! Pass auf! Ich roll schon mal wie, an! Oh. Geil. Nee, der hatte ja eine Ult, die ihn wiederbelebt, wenn er stirbt. Aber die ist genau in dem Moment ausgelassen. Ach ja, das ist dumm, ne? Geplant. Natürlich, absolut immer geplant. Geplant. Wisst ihr was, Leute? Ich hab Gebäck und ihr nicht. Nein! Ich hab gestern Bier gegessen. Ich muss den ganzen Sack heute killen. Fick die Tür. Was? Warum? Hör auf, die Tür zu vögeln. Alter Schwede. Das war böse. Oh Mann, was denn? Oh nein. Oh no. Ich hab die Fliege gerade mit meinem Greenscreen getötet. Seriously. Nein. Du Mörderin. Es wäre so easy, den zu killen. Oh, no. Will der den überfahren? Der wollte den überfahren. Geiler Typ, Alter. So, kriegen wir den gelootet? Natürlich nicht. Wir werden jetzt draufgehen. Guck mal, der prone da. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Der prone da. Aber wie soll ich das machen ohne Scope? Geht doch. Was brauchst du Scope? Never mind. Oh nein! Das wollte ich nicht. Das war echt lustig. Ich wollte nicht befreien und essen. Tut mir leid, ich hab nicht damit gerechnet, dass das Video gleich fertig ist. Gucken wir einfach weiter. Danach bei den Schuppen gucke ich ein Video. Okay. Hey Leute, heute zeige ich euch mal, wie man Pillemann auf Duggys Gesicht malt. Okay. Das geht ungefähr so. Dann müssen. Oh, oh Scheiße, ist schon. Oh Mann. Okay, vielleicht rücke ich mich. Ich mache das immer falsch. Okay, jetzt setz dich hier bei Dagi an und dann... Oh, verdammte Das zweite Herz von YouTube. Nee, das zweite Herz ist hier. Das erste Herz sind Katzenvideos und das dritte Herz sind illegal und auch legal hochgeladene Musikvideos. Jeder von euch wird irgendwann mal auf YouTube ein Tutorial gesucht haben, um zu erfahren, wie man einen Staubsauger... Ich meine, wie man Kartoffeln kocht oder wie man sich... Staubsauger... Was? Drei Tasten Maus? Das Maus raus ist übel, wäre auch eine Taste. Die Maus ist ein Eingabegerät. Mein Computer.
Was willst du mir damit sagen? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe 4 Tassen. Ich habe 4 Tassen. Plus 2, die die Geschwindigkeit regeln. Plus das Rad. Nichts, natürlich nichts. Sag mal, ich habe doch gesagt, du sollst nicht stören, wenn ich mein Zimmer sage. Klingt, oder wie meine Schildkröte kastriert. Die wichtigen Sachen, die man leider nicht... Was, wer will Schildkröte kastrieren? Jeder Depp kann ein Tutorial-Video hochladen. Deshalb ist ja echt viel Scheiße da draußen. Scheißqualität. Oh. Das Video ist in 240p. Und die Audioqualität ist, sagen wir, mangelhaft. Früher war es richtig hart, den Bildschirm abzufilmen, ohne eine Menge Geld abzugeben. Obwohl, auszugeben ist auch abgeben. Ja, ja, aber ausgeben sagt man eher. Ja. Aber nicht hier auf diesem Kanal. Genau, nicht aus deinem Mund. Nee. Und heutzutage gibt's OBS. Damit kannst du streamen und Capturen in HD oder sogar mehr als HD, in sogar Ultra 4 fucking 1000K. Falls dein PC das können sollte. Kostenlos. Hab ich schon erwähnt, dass es kostenlos ist, dass man es auf HD stellen kann. Ist ganz leicht. HD ist auch ganz gut, um Sachen zu erkennen. Und klar, nicht jeder kann sich ein gutes Mikrofon leisten, aber es soll schon helfen, wenn man nicht die ganze Zeit ins Mikrofon reinpustet. Aber selbst das ist immer noch besser als... Wenn du ein Video-Tutorial machst, wo es um Bewegtbild in Kombination mit Ton geht, du aber keine Möglichkeiten hast, das umzusetzen, warum hast du denn nicht ein Text-Tutorial? Und wenn ihr unbedingt Text in euren Videos benutzen wollt, dann benutzt doch wenigstens gut getimte Untertitel und nicht diesen Scheiß. So machen Videos richtig Spaß, oder? Nein. No Schnippschnapp. Viele Tutorials sind eine einzige lange Aufnahme. Und die Leute laden dann einfach diese rohe Datei hoch. Und damit setzen sie sich ein bisschen selbst unter Druck. Da, hallo. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach einer Ente den Kopf absägt. Dafür braucht ihr einen... kein Hammer. Ihr braucht eine... Wo ist meine Säge? Ihr braucht eine Säge. Fuck, wo ist die Säge? Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Hammer fallen lassen. Oh, da ist die Säge. Frag ich nochmal, nein, ich mach weiter. Hier, jetzt sägt ihr der Ente den Kopf ab. Er tut es einfach wirklich. Spruch, ja. Viel länger als ich dachte. Schneidet Fehler einfach raus. Und setzt wieder neu an. Immer wieder, irgendwann seid ihr im Flow. Außer ihr heißt Steven und kriegt's einfach verfickt nochmal nicht hin. Ein Satz am Stück zu sagen. Danke, soll ich schon. Alles scheiße. Ja, mir geht's auch gut. Aussieht. Wisst ihr, wie viele Anläufe Steven für jeden Satz braucht? Mindestens einen. Was für eine Scham, eigentlich? 100 Probleme, 10 Probleme bei Tutorials. Ich zahle 15 mit 2 Händen. Du musst es mit 3 machen. Schnell, solange es noch heiß ist. Wow. Zoom! Um jede Frau anhieb zu verführen, müsst ihr einfach nur auf dieser kleinen Fernbedienung hier auf diese beiden Tasten gleichzeitig drücken. Ganz wichtig! Guckt hin! Diese beiden hier, ja? Ha? Welche Knöpfe muss ich da drücken? Ich weiß ja gar nicht, was soll denn der Scheiß? Ja, es ist doch gar nicht so schwer, Leute. Wenn es wichtige Details... Ich weiß nicht, wer bist du? Schneid alles rein. Fehler werden hier nicht rausgeschnitten. Wenn es wichtige Details in einem Video gibt, dann zoomt ihr da einfach gefälligst nah ran, dass man den gut auch sehen kann, den Mist. Und mit diesem Zaubertrick schneiden gibt es auch diese krasse Option, dass ihr erstmal die Erklärung aufnimmt, wie man etwas macht und dann nochmal passendes Videomaterial sammelt und es dann zusammenschneidet. Und genau. So schneidet man übrigens den Kopf ab von einem Entending. Oh, wow! Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ein Glück ist da noch eine Ente. Wortwahl. Die Wortwahl ist entscheidend für die Verständlichkeit. Und das ist jetzt nicht wirklich die Mui Sorpresa. Sorpresa? Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist. Ich dachte eigentlich, es sind Game-Tutorials. Das Problem sind Fachbegriffe. Klar, Fachbegriffe sind wichtig, wenn du tiefer in die Materie reinsteigst, um dich halt exakt auszudrücken. Das Problem ist aber bei Anfänger-Tutorials. Wenn die Leute irgendwelche Fachbegriffe benutzen, die sie in irgendwelchen Studiengängen gelernt haben, wo dann alle denken, what the fuck? Sorry, Tubo. No, erstmal dieses Wort, bevor du es benutzt, du blöde Lammkeule. Ich mag Lammkeule. Was für ein Fachwort? Das ist kein Fachwort, das ist was zu essen. Ja. Oh. Die Stimme. Es ist vielleicht ein bisschen gemein zu sagen, aber manchen Menschen will man einfach nicht zuhören. Du findest scheiße. Manchmal müsst ihr euch einfach damit abfinden, dass es für euch keine Hoffnung gibt. Video-Tutorials zu machen. Was man aber vermeiden kann, ist, Tutorials aufzunehmen, wenn man noch ein Bubi ist. Es ist ein Bubi? Meinst du Boobs? Nein, ich meine schon so kleine Jungs und Mädels. Wow. Ja, die haben ja keine Boobs. Ich glaube, das Letzte, was irgendjemand will, ist, sich von einem 5-Jährigen erklären zu lassen, wie man irgendwie einen Pennemann auf die Stirn macht. Copy and paste. Viele kopieren einfach 1:1 ein anderes Tutorial und setzen sich nicht wirklich mit der Materie auseinander. Bei einem schlechten Tutorial versuchst du die Schritte einfach 1:1 nachzumachen und hoffst am Ende, dass es funktioniert, weil du nicht wirklich selber weißt, was du gemacht hast. Ich meine, wie sollst du wissen, was du machst, wenn der Typ, der es dir erklärt, nicht weiß, was er macht?
das allgemeine Problem in unserem Bildungswesen. Bei einem guten Tutorial denkst du ja nach, wenn ich da jetzt noch eine Kettensäge ranbaue, dann kann ich, dann kann ich tausende Enten am Tag den Kopf absägen. Und deine Brüder, ihr seid fucked. 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 Zurückgekommen. Haben wir eine Kettensäge hier? Noch nicht. Wir können noch aber nicht. Wir wollten mal den Flammenwerfer von Elon Musk kaufen, aber wir dachten, der wird bestimmt nicht durch den Zoll kommen. Nicht lügen. So machst du den... Ich finde es echt scheiße. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die auch schon mal lustige gefunden. Ich weiß nicht warum. Kann es sein, dass die in letzter Zeit arg übertreiben oder hat sich mein Geschmack geändert? Ich bin 16, finde ich scheiße. Oh. Was kannst du nachher noch gucken? Müsste bald wieder. Ah, was kannst du erst nachher noch? Was? Sorry, wenn ich stresse. Was? Ach so! Oh Gott, ja, schick's mir. Oder warte, es ist doch in meinem Discord, nicht? Trolla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 l
Nein! Einfach nein! Nein! Not gonna happen! Not gonna happen, Mann! Ja, naja, wir müssen gerade aushalten, das Spiel müssen einfach nicht. Spiele. Ja, du hast kein Mitleid. Ja, gut. Deswegen spiele ich es auch nicht. Nein, kommt nicht auf die Idee, ich werde es nicht schauen. Was ist los? Tschüss! Ist Annabelle? Ich glaube, ich höre jetzt. Nein, kenne ich. Ich gucke keinen Horror. Okay, das hat mir geklangert. Oh, nein, ich speichere. Ich habe nur mal mitbekommen, als er gestreamt hat. Also, ja, genau, war wahrscheinlich dann. Danach hat er irgendwie Mario. Also Super Mario gespielt, irgendwie. Wow, du Sauhund! Es geht ja noch weiter, was mich verarschen, ey. Was Annabelle ist trash. Was ich guck nie, du? Was. Was ist denn? Boah, das ist ja echt wirklich. Ich habe einmal Amnesia gespielt und dann gemerkt, dass Horror nichts für mich ist. Was meine ich? Oh, ii. Das ist ein bisschen eklig. Das ist meine Katze, die plötzlich auf meinen Schoß gesprungen ist, hat dabei auch nicht geholfen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und ein Römer sieht total schockiert aus. Ja, lol. Wie die Tür da einfach. Was? Auf die andere Seite aufgehen, müssen wir verarschen. Annabelle, was halt. Ja, wir hat mich nicht erschreckt, wenn ich Kamuni habe. Keine Ahnung. Ich guck, wie gesagt, ich gucke keine Sachen. Und deswegen werde ich auch ganz bestimmt nie, never irgendwas, was mit Horror zu tun hat, spielen. Like literally never. Nein, nein, ich werde auch kein Video mehr gucken, wo es um Resident Evil geht. Nein, Bäume schuppen. Tschüss, neu. Oh nein, Römer, tut mir voll leid. Mann. Er ist voll traumatisiert, ja, aber echt, ey. Nein. Dieses Spiel ist läppsch. Was? Ist es läppsch? Ah, läppisch. Nee, voll eklig. Oh, armer Römer. Ich musste es mir angucken. Ich habe das Mühe, im Stream. Ich war krepiert und hat mich unter meinem Bett zwischen all meine 80 Paar Schuhe versteckt. OMG. So. In seinem Stream hat sich seine Katze immer etwas zerkratzt. Das hat Römer ultra nervös gemacht. Oh ja gut, das glaube ich sofort. Das ist ja voll gemein. Oh Mann. Das 80 Paar? Ich hatte mal ungefähr 120 Paar Schuhe. Und dann habe ich auch etwa 40 Paar weggegeben. Also denke ich schon, dass ich noch so um die 80 Paar Schuhe habe. Ja. Ich habe zwei. Du bist auch ein Kerl und hast nie in einem Schuhladen gearbeitet, ne? Kleiner Unterschied, ne? Ich habe 4,5 Jahre in einem Schuhladen gearbeitet, neben dem Studium. Da kommt einiges zusammen an Schuhen. Ich habe hier ein Video, was ich mir angucken möchte. Was dann heißt, guckst du dir an. Sex mit 50 Männern. Was? bitte was? Ich habe keine Ahnung. Ja. Na gut, dann ist verständlich. Eben. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich hab schöne Schuhe, weißt du? Ich will die nicht einfach wegschmeißen. Ich hoffe nicht, dass die Sex mit 50 Männern haben. Horror ist vorbei. Aber jetzt esse ich noch einen. Mal gucken. Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich mit euch ein ganz wichtiges Thema behandeln, denn da geht es nämlich um Sex. Sex ist ja, gut, Sex ist wichtig. Das ist wirklich ein sehr, sehr verrufenes Thema. Warum? Wirklich tausend Meinungen existieren. Und da würde ich mich einmal gerne auch unter anderem zu dem Thema One-Night-Stands äußern. Aber okay. Den Hauptfokus möchte ich darauf legen, wie man damit umgeht oder beziehungsweise einfach mal auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, dass man auch mal mit mehreren Männern expandieren, in Bruder. Leben expandieren! Hat. Bruder, schon wieder eine fucking Zehnerbombe. Victor, du musst mich jetzt wirklich anfassen auf irgendeinem Event, Bruder.
hat halt nur mit seinem einen Traumprinz. So. Also A-Tracking-Software ist bei mir nicht so... Bits. Wäre bei mir nicht so interessant, um ehrlich zu sein. Weil ich bin nicht so, ich habe nicht so den Tittenfokus. Versteht ihr? Bei mir gilt Arsch größer als Titten. Und ich gucke nicht einfach, ich habe da nicht so den Fokus. Weil bei mir derzeit hängt das Mikrofon direkt da, wo der Ausschnitt ist, ja. Rumgelaufen, wa? Wenn ich Titten will, kann ich einfach an mir gucken. Ich habe selber ein gutes A-Körbchen, Bruder. Deswegen habe ich nicht so den Fokus. Bei mir wird es eher kriminell, wenn Spiegellichter ausgemacht werden. Dann könnte man A-Tracking machen. Das Spiegellicht. Warte, mach's ein bisschen heller. So ist es in Ordnung, oder? Okay, dann mache ich wirklich die Spiegellichter. Ja, mach die Spiegellichter aus. Mach es. Ach so. Das muss nicht sein. Mach's oh, aus. Mach's aus, die Spiegellichter. Mach's aus. Seriously? Dann haben wir auch keine Energieverschwendung. Jetzt. Was ihr auch meine labrigen, schönen Trainerhosen seht, da gehe ich auch mal meine Spiegellichter ausmachen. Und warum das nicht so schön ist. Ich habe so einen kleinen Schrank, der ist gleich groß wie ein Fach von einem weißen Schrank. Was ist ein weißer Schrank? Ach, von meinem weißen Schrank. Ach, von dem da hinten, was? Den da meinst du? Egal, was ihr macht. Dass sie immer über einen sprechen. Es gibt diese Menschen, den kannst du es einfach... Mach die Spiegellichter aus, Debbie. Die werden immer über euch sprechen, aber wichtig ist, dass das ja nicht die Wahrheit ist, sondern das ist einfach das, was andere über euch denken und das ist halt... Jetzt hätte ich gern Popcorn. Es ist scheißegal, was andere über euch denken. Ja, ist so. Es ist dein Leben, es ist euer Leben und es ist das, was ihr daraus macht. Und wenn ihr Spaß in eurem Leben haben wollt... Wenn ihr Spaß daran habt, mit 50 Dudes rumzupimpern, dann tut es. Das willst du euch damit sagen. Popcorn. Servus, Triggerwort ist Popcorn. Jogginghosen in der Öffentlichkeit geht gar nicht. Ja, ich bin nicht in der Öffentlichkeit, ich bin bei mir zu Hause. Ich bin bei 37 Frauen. Also diese Woche. Ich wollte gerade sagen, Junge. Was im Leben macht, ist, finde ich, nicht etwas Schlimmes, sondern etwas vollkommen Normales. Ich finde, sie sollte die Wandlichter hierhin anmachen. Oh mein Gott. Also mich als Mann könnte mich 50 Tubes leicht schmerzhaft werden. Es gibt nichts, was es sich gibt, so, ne? Nein, ich hab's verpasst. Was hast du verpasst, Römer? So vorstellen, ihr kennt das ja, man kann es der Gesellschaft einfach nicht recht machen. Es ist so, dass wenn man mit keinem schläft, beziehungsweise vielleicht nur mit einem schläft, dass es dann heißt, okay, du bist prüde, du bist hey, was? Wer sagt das? So Bullshit, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist die verälteste Einstellung des Jahrhunderts, ey. Ich finde es nicht toll, eben eine Jungfrau zu haben oder eine Frau. Ach, das ist wirklich da. Gibt es auch die Menschen, die oh, mein Video. Ja, das ist auch bei mir Grundvoraussetzung, Bruder. Wenn ich potenziell eine Partnerin kennenlerne, bei Isa war es so, ich habe die gefragt, Bruder, wie oft hast du dich brettern lassen bislang? Und vor allem, von unterschiedlichen Männern. Und sie hat halt gesagt 147 und da habe ich gesagt, okay, das geht gerade so klar, ne? Weil ich habe keinen Bock auf unerfahrene Missstücke. Da muss halt ordentlich schon was drüber sein mit 20. Genau, was wollen die sagen, wenn ihr mit vier Menschen schlaft, seid ihr eine Schlampe? Seid ihr dieses, seid ihr jenes und das ist aber absolut Steffis Brüde. Hey, was? Wer sagt das denn? Das müsst ihr euch einfach mal deutlich machen. Das ist nicht die Wahrheit und so läuft es nicht. Denn es sind genau diese Menschen, die solche Aussagen treffen, die eben auch genau... Ja, man, Sexualpartner sind wie... Mit 16 hat man auch keine Freundin. Ich würde mir wünschen, dass es sowas wie Social Blade für Sexualpartner geben würde. Weißt du, dass ich halt direkt auf den ersten Blick einfach ja. Name eingeben und dann sehen kann, ob die Zahl gained. Ja, weil ohne Gains will ich halt nichts mit denen zu tun haben. Bro. Also am besten ist einfach auf Tinder... Ich muss glucken, sorry. Oh Mann! Nein, falsche Stelle einfach. Was ich sage heute, am besten steht bei Tinder einfach gleich so eine Statistik dran, genau. Oh Mann, wow. Oh, ja, aber sorry! Ich mach's nicht mit Absicht, okay? Nein, mach einfach weiter. Schmutz für mich, Bruder. Also ihre Erfahrungen gesammelt haben, auch in Bezug auf One-Night-Stand-Sex
und auch nicht nur mit ihrem festen Freund bzw. mit ihrer festen Freundin geschlafen haben. Aber sie geben es nicht zu, weil alle drumherum so einen Druck darauf machen, dass wenn sie wüssten, dass man mit mehreren Typen oder mit mehreren Frauen geschlafen hat, dass Schwierig. Es eben etwas Schlechtes ist. So, ich habe mir hier meinen kleinen Merkzettel wieder gemacht, einfach auch um zu sehen, dass ich auch nur ein normaler Mensch bin, dass ich ja mir Sachen aufschreiben muss. Aber das hatte ich ja schon in dem letzten... Du machst es aber ja, auch nicht leicht. Es tut mir leid, ich mach's dir nicht die Absicht. Also ich habe auch meine Erfahrungen gemacht nach meiner ersten großen Liebesbeziehung. Nein, Hund, dann nein! Auf dem Markt würde ich das fast nennen, also dass ich wirklich quasi... Rip. Ich war 18 Jahre alt, hatte eine lange Beziehung hinter mir. Und kam jetzt in das Single-Leben erst richtig rein, wo ich auch dann wusste, okay... Wie lange geht das Video eigentlich? Achso, Sex, One-Night-Stands, so. Das war mir vorher... Und dann erstmal schön 3,5 Wochen Urlaub in Budapest, Bruder. Und dann die komplette Sippschaft über dich drüber rutschen lassen, Alter. Ich bin neu auf dem Markt. Prag, hier, ey, komm, Bruder. Das ist gar nicht bewusst, weil ich ja immer nur diese eine Beziehung hatte und immer nur mit diesem einen Mann geschlafen habe. Was ist da in seiner Welt? Einfach die Neugier. Was ich euch noch dazu sagen kann, ist, dass Sex auch absolut nichts Schlimmes ist. Und dass man ja von Anfang an gar nicht wissen kann, ob der Mensch, mit dem ihr schlaft, auch wirklich euer Traumprinz ist. Und ich finde, dass... Also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber zuerst gehe ich mit den Männern ins Bett und dann lerne ich ihn mal kennen und frage, wie er eigentlich so als Mensch ist und so. Ich meine, das ist doch der normale Weg to go, oder? Also, ich meine, ich habe ja keinen Bock zuerst... 30 Dates mit einem Kerl und dann stellt sich raus, dass er schlecht im Bett. Oh, ehrlich, Mann. Also manchmal fragen mich echt, was die für Erfahrungen gemacht hat. So, oh. Also okay, die Tiffen-Content macht, also die da, will jetzt auf Gutmensch tun. Hat aber wahrscheinlich schon mit über 200 Tiffen Sex gehabt. Ja, und wenn, dann soll sie halt jedes Wochenende einen anderen. Ist doch okay. Oh Mann. Ist das sowas? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist so. Also ich gehe ja erst mit... nie mit jemandem ins Bett und lerne dann auch niemanden kennen, weil niemand mich mag. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Da mache ich was falsch. Wie rüber? Gehst du zuerst mit den Leuten, also mit den Leuten vor allem, gehst du zuerst mit einer Frau ins Bett und erst dann lernst du sie kennen? Muss ich gehe jetzt duschen, weil ich am Nachmittag zum Zahnarzt. Okay. Auf allen Ebenen da ausprobieren. Geh duschen. Wisst ihr nicht, vorher, ob ihr mit diesen Menschen euer Leben verbringen werdet. Genau. Aber was ihr wisst, ist, ob ihr mit dem Penis eine Nacht verbringen wollt. Also erstmal reinbrettern lassen. Jo. Das Ding richtig reinfahren lassen, Bruder. Wenn das Ding nicht reinfährt, dann macht ihr Fehler. Oh oder Gott. Ich weiß, Römer, ich weiß. Klarkommt. Und ich finde, dass Sex da eben auch eine ganz, ganz ein ganz wichtiger ja, das Aspekt ist, so. Ist. Also ja, ich vögel auch zuerst, dann lerne ich sie gerne. Ach nee, das ist ja nicht mein Leben. Mir gefallen, die euch prinzipiell gut versteht, wenn es im Bett einfach nicht läuft und es auch nicht laufen wird, trotz dass ihr alles versucht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Manko. Und dann ist es für mich zum Beispiel... Ich spreche jetzt da nur für mich. Ihr könnt das natürlich anders... Naja, harmonieren muss es schon. Aber für mich wäre das auch schon kein Punkt, dass es da zu einer... Kein leichtes Mädchen. Kommt. Ich weiß, Römer. Weil für mich muss alles rundum stimmen. Und dann natürlich, Gesamtpaket. Gesamtpaket halt. Was soll jeder... Was soll doch jeder sexuell machen, was er will, solange man niemanden dabei verarscht, verletzt oder übers Ohr haut. Man muss ja auch nicht immer mit allen anderen vergleichen. Amen. Kann ich dazu nur sagen. Also ich kenne Steffi jetzt aus einer neuen Seite. Was? Ich lerne Steffi... Was? Achso, ich lerne Steffi jetzt aus einer neuen Seite kennen. Von einer neuen Seite. Alles klar. Oh Mann. Hä, warum? Wir gucken ein Video über Sex. Was ist denn da eine neue Seite? Long, also ganz ehrlich, leben und leben lassen. Macht doch, worauf ihr Bock habt. So in dem Stil, ne? Ja, Amen. Genau. Ich finde ich so dicke Hupen wie die hat nicht so geil. Oh Mann. Und ich stehe da auch nicht so drauf. Sag ich die ganze Zeit und? Und? Ihr müsst halt bedenken, dass man mit jemanden kennenlernen kann und man ja auch erstmal eine gewisse Zeit braucht, bis man diesen Menschen komplett kennt. Am Anfang ist ja immer alles toll und schön und man ist verliebt. Aber erst, wenn auch wirklich schwierige Zeiten auf einen kommen, das weiß man letztendlich. Das Schreiben fällt mir schwer. Kein Problem, ich kann deine Sätze auch so entziffern. Der Mann hat meistens schon seine Erfahrungen gesammelt. Und daher ist es ganz wichtig, dass... Eben, das ist eine sehr gute Frage, warum man denkt, dass so ein Video was im Internet zu suchen hat. Ich meine, wir kennen ja, das hat ein bisschen was vom Lustlord 1510, ja? Was?
Wer hätte denn denken können, dass es eine gute Idee ist, ins Internet zu blubbern, dass man gerne mit großen, großen Meerestieren Geschlechtsverkehr hätte? Oh, wait, what? Das kann ja vorher niemand wissen. Quasi, ja, ja, ist gut. Ich frag mich auch wirklich, was da ist. Die? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Bislang hat die ja nur gesagt, ich guck, weil dekadent. Brettern. Ist euch das bewusst? Was ist, wenn man keinen Sex haben möchte? Hey, mal ohne Scheiß, kann mir mal bitte jemand erklären, warum ich Titten-Content gucke und plötzlich 44 Zuschauer hab? Oh Mann, ey. Das Lot ist so geil. Was? Yes, PS, Armin. Tschüss, Ray, mach's gut. Mach, dass es nicht schlimm ist, Erfahrungen zu sammeln. Muss jetzt arbeiten. Dass man keine Schlampe ist, in Anführungsstrichen, wenn man mit mehreren Menschen geschlafen hat. Ist man in ja auch einer nicht. Beziehung. Naja, ja, warte, wenn man, was? Wenn man überhaupt keinen Geschlechtsverkehr haben möchte, dann nennt sich das Asexualität. Mhm. Und dann sollte man sich Titten? Möglichst einen anderen asexuellen Lebensgefährten suchen. Machst du. Weil ansonsten geht das früher oder später hart in die Hose. Hab dich auch lieb, Kalara. Tschüss. Hart in die Hose. Wenn man keine feste Beziehung führt, gerade aus einer kommt und da erstmal Sachen verarbeiten muss, hat man natürlich trotzdem den Drang oder möchte körperliche Zuneigung haben und das nicht nur körperliche von Familie Zuneigung umgeben oder mit Freunden, auch mal eben mit einem Mann. Oh nein, das passiert. Einfach Fabi, was hast du geschrieben? Schäm dich. Das ist normal, das ist ein natürlicher Trieb. Alles top bei dir. Auch gut, dankeschön. Dann ist es auch nicht verwerflich, einfach nur mit diesem Mann ein sexuelles Verhältnis zu haben. Lolplay feiert große Brüste, aber nur, wenn sie künstlich sind. So voll fair. Ich meine, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, könnt ihr euch erinnern? Es gibt die Typen, die auf Brüste stehen, es gibt die Typen, die auf Ärsche stehen. So einfach ist es. Ich persönlich habe auch... Ja, Titten, Steffi, du hast das Geheimnis vom Internet gelöst. Ja, ich habe das Internet gelöst. Also mit sehr vielen Männern. Einfach, weil ich mich ausprobiert habe. Perskularisch, dankeschön. Sachen, ja, für mich ausprobieren musste. Ärsche. Ich musste Erfahrungen sammeln. Ich musste auch schlechte Erfahrungen machen. Was soll ich, lasse jetzt meinen Vater zum Latsch ein. Bin mal weg, bis später vielleicht. Schmutz. Schäm dich. Guten Appetit, bye-bye. Die Tussi im Video spendet 1 Euro. Ich und mein Freund machen bezahltes Live-Coaching auf Facebook und bieten auch Seminare an. Melde dich noch heute an. Ist das real oder was? Bietet die wirklich Live-Coaching an? Da werden wir aber gleich nochmal gucken, wenn das der Wahrheit entspricht. LOL! Ich kann euch wirklich sagen... Ach, der braucht eine Denkpause. Wenn ihr derzeit in einer Beziehung seid, wer braucht eine Denkpause? Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und das ist jetzt ein Beziehungstipp von einem 30-jährigen Mann. Ja? Also legit Real Talk jetzt. Okay, ja, erzähl Real Talk. Ich stehe auf Real Talk. Real Talk ist super. Direkt aus dem Ikea-Stuhl. Wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr wollt eurem Partner was richtig Gutes tun, dann holt euch eine DSLR-Kamera und blubbert da rein, wie, warum, wie oft und in welche Löcher ihr euch habt ballern lassen. Ja, das ist eins der respektvollsten Dinge, die ihr tun könnt. Eurem Partner. Hallo Internet. Ich bin die Rebecca. Ich bin 22 Jahre alt und mit meinem derzeitigen Freund sehr zufrieden. Bis vorletzten Monat war ich eine reinrassige Dreilochstute und habe mich 50 Mal von verschiedenen Leuten in alle Löcher böllern lassen. Derzeit mache ich das nicht mehr, weil ich finde, in einer Beziehung muss das nicht sein. Aber davor habe ich es auch schon mit mehr als einem Mann auch gleichzeitig gemacht. In alle Löcher gleichzeitig. Ja, passt. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Oh mein Gott. Ach was? Ja, stimmt, das ist Teil 1. Oh Gott. Oh, du Scheiß. Ey, nee, also jetzt nochmal zurück zum Thema. Also, ganz ehrlich. Habt doch Sex mit wem ihr wollt und Scheiß und wie oft ihr wollt und so lange ihr wollt. Was? Ab den Spiegellichter komme ich nicht mehr. Ah ja, oh, die Spiegellichter! Oh, weil Römer ja nicht da war, ne? Wo war das? Das war hier. Römer, der ist für dich. Ein gutes A-Körbchen, Bruder. Ja. Deswegen habe ich noch nicht so einen Fokus. Bei mir wird es eher kriminell, wenn Spiegellichter ausgemacht werden. Dann könnte man... Tatsächlich auch schon draußen. Ich weiß! Wollt ihr das gucken? Ernsthaft? Okay, dann gucken wir das. Aber es ist jetzt doch für Römer. Hier, Römer, das ist für dich. Warte, dann mach ich ein bisschen heller. So ist es in Ordnung, oder? Okay, dann mache ich wirklich die Spiegellichter. Ja, mach die Spiegellichter aus. Mach es. Das muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Mach's aus! Mach's aus, die Spiegellichter! Mach's aus! Okay,
Meinung, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich habe ja auch Lichtbrennen. Soll ich auch ein bisschen Strom sparen? Oh, hier ist Teil 2. Oh Gott, Spiegellichter. Bruder. 1, 2, 3, 4. Mit 50 Männern geschlafen. Ja, spar mal Strom, Video, Steffi. Was ich mir angucken möchte, was heißt Sex mit 50 Männern. Ist auch bei mir Grundvoraussetzung, Bruder. Wenn, ja, wenn ich potenziell eine Partnerin kennenlerne. Bei Isa war es so, der musste los, Nasenbluten. Bruder, du hast dich brettern lassen bislang. Und vor allem, wie oft von unterschiedlichen Männern. Und sie hat dann gesagt, vor allem, wie oft hast du dich brettern lassen, als ob du das. Als ob du das noch weißt, ey. Das kann man doch nicht zählen. Da muss halt ordentlich schon was drüber sein. Wäre bei mir nicht so interessant. Wenn man in der Beziehung ist, dann zählt man das doch nicht. Ich bin nicht so, ich hab nicht so den Tittenfokus. Versteht ihr? Nee, er steht auf. Auf Spiegellichter. Spiegellichter! Wichtig. Und das ist einfach etwas, was wirklich aufschlägt. Ich muss ein bisschen meine Spiegellichter trainieren. Das war der eine Punkt. Also, das Thema ist auch einfach ganz oft, dass warum? Wer macht das? Wie ich das am Anfang schon erwähnt hatte, dass man eben sehr oft ganz viel darüber nachdenkt, was könnten andere über mich denken, was könnten andere von mir halten, stehe ich dann in einem... Das Problem habe ich nie gehabt. Aber... Das war mir alles scheißegal. Auch normale Menschen, genauso wie du und ich, die haben auch schon Fehler gemacht. Und die haben auch schon, wie gesagt, mit anderen Menschen Geschlechtsverkehr gehabt. Und danke, Basi, für den Follow. In einer Beziehung gewesen zu sein. Aber für diese Menschen ist es immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und es ist wichtig, dass ihr das ausblenden könnt, dass ihr nicht auf diese Menschen hört. Weil der einzige Mensch, der dein Leben leben muss, bist du. Und du musst damit glücklich sein. Und wenn du damit glücklich bist, dich einmal auszuprobieren oder auch mal eine Freundschaft plus zu führen. Die könnte Grußkarten schreiben, ohne Scheiß, ey. So. Ich hier, du hier, Stapel hier. Oder einfach mal auf Tinder zu wischen, Bruder. Einfach mal auf Tinder wischen und sagen, was machst du heute Abend? Willst du rein? Nicht klar. Danke, einfach mal direkt Follow. Von Anfang an sagen, was da ist. Einfach mal sagen, Dankeschön. Geil, knattern jetzt. Sofort. Eine offene Beziehung zu führen, dann... Was? Ich denke auch noch drüber nach, dass andere denken, wie ich ankomme. Mega kacke. Das ist aber echt ein Fluch. Das passiert eben leider viel zu viel. Das ist nicht gut. Also Moment, hatte ich gerade noch eine Ausrede fürs Fremdgehen gesucht? Ich weiß, ich habe gerade nicht aufgepasst. Lebe jeden Tag, als wäre dein letzter... Genau, Carpe Diem. So. Auf Tinder gewischen. Ja, lol, läuft. Dann ist das für dich in Ordnung, weil du fühlst dich dabei wohl und du hast dich bewusst dafür entschieden. Und da ist es komplett egal, was andere Menschen über dich denken. Und dass man da Schmutz. Auch eine Zahl... Schäm dich! Ja, lol, Play, Mark danke für den Haus. Spende 3,33 €. Hallo, unsere Marketingabteilung teilt Ihnen mit, Aldi Nord hat ab nächster Woche Gurken im Sonderangebot. Geil! Hashtag Dauerwerbesendung. Essiggurken oder Salatgurken? Dann kann ich endlich wieder die Aufgaben vom Game Master erfüllen, Bruder. Run. Leg das mal schon Run. Von seinem, beim ersten Date mit wie vielen Typen machst du denn schon? Wir machen das heute Abend. Wenn Isa von der Arbeit da ist, machen wir halt hier einen kurzen Zwischenstopp. Dann kommt Isa vor die Kamera und erzählt euch erstmal, wie viele Männer sie in welches Loch genommen hat. Okay. Was? So, also bevor sie mich kennengelernt hat. Also genommen wurde oder genommen hat. Das ist ein Unterschied, Karl. Das ist ein Unterschied. Hera spende 3 €. Sehe dich heute zum ersten Mal. Du bist der Knaller. Du bist der Knaller, Bruder. Und vor allem deine 3 €. Die sind der Oberknaller. Ja, dem kannst du dir ein Bier gönnen. Gestern, wenn ich im Bus sitze und Leute lachen, dann frage ich mich direkt, wie wir mich lachen. Oh, das ist uncool. Ich würde da auch keine Antwort drauf geben. Ich würde es direkt auf YouTube hochladen, Bruder. Wenn euch einer fragt, mit wie vielen... Geschlechtspartnern hattest du bislang schon Butter? Dann würde ich sagen, guck einfach auf meinen YouTube-Kanal. Oh mein Gott. Da gibt's ein paar Videos, Gott. Bruder. Oh Gott, seriously? Kommt aber 1000 Likes. Moment, wie viel hat das Video? Ja, jeder hat seine Vergangenheit. Ohne Scheiß, ich wette, hier kommt noch ein Teil 3. Vergangenheit. Boy. Und wenn nicht, dann ist der auch einfach nicht der Richtige.
Und es ist auch nicht so, dass man nur, wenn eine Frau ist, das nicht darf. Es ist ja auch oft so, dass Männer dafür gefeiert werden. Emanzipation! Feminismus! Let's go! Das ist absoluter Schwachsinn. Und glaubt nicht diesen Leuten, die euch versuchen, diesen Schwachsinn zu verkaufen. Ihr müsst zu euren Trieben stehen. Mein Chef ruft mich gerade an. Aber heute ist mein freier Tag. Alles machen und ausprobieren. Und ihr braucht Sorry, ich rufe dich später zurück. Denn die Menschen, die euch verurteilen, haben auch schon mal einen Fehltritt gemacht und haben sich auch schon ausgelebt. Und vor allen Dingen, wenn sie euch verurteilen, dann distanziert euch von diesen Menschen. Weil ja, da war auch nichts geschrieben, so, ne? Einfach nichts Schmutz! Schäm dich! Meine Fonts sind scheiße, spendet 1 Euro. Das kommt heute noch auf YouTube, meine Lieben. Oh mein Gott, okay. Hashtag Ehre. Danke, Lukas. Und deine Fonts sind wirklich scheiße, Bruder. Bruder! Oh no! Bruder, guck dir das mal an. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? What is that, Private Pie? Was ist das? Willst du mich verarschen? Hä? Was läuft jetzt? Nicht, dass er den Stream schaut. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Oh no, 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 du bist live und nimmst nicht das Telefon ab. Ich weiß nicht, wenn der ja geheime Sachen plaudern will, ist es nicht cool, wenn das dann live ist. Das Patriarchat spendet 1 Euro. Hört nicht auf die Frau. Wetten, Römer, sorry, Römer. Du, die hat mir doch sicher. Oh, jetzt mit 20 Männern weitergeirrt. Der hat mich verpetzt. Freunde, Verwandte, nee, nee. Familie und Leute, die euch am Herzen liegen, die stehen hinter euch, egal was ihr macht. Ist aber echt egal, so. Egal mit wie vielen Männern ihr schlaft. So, das wollte ich einfach mal loswerden zum Thema. Das war dringend wichtig, Text, Bruder. Zum Thema One-Night-Stand, offene Beziehung und wie ich darüber denke. Hey, also ohne Scheiße, geht mir langsam auf den Keks. Ich habe so viele Freundinnen, die sich auch ausprobiert haben und sich immer noch ausprobieren und trotzdem eine glückliche Beziehung führen können. Und wie gesagt, man weiß am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, nicht, ob das alles passt. Und es ist auch wichtig, da auszuprobieren, ob es sexuell passt. Und wenn man nach dem sexuellen Akt merkt, okay, es passt eben nicht, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, du hör mal, es passt einfach nicht. Ich möchte das... Bruder, ich habe keinen A-Tracker und ich gucke dir auch nicht auf die Titten. Ich kann euch halt, ich kann euch versprechen, dass mein Mikrofon direkt im Ausschnitt hängt. Also ist quasi, es verdeckt den Ausschnitt komplett und es ist auch Ärsche und keine Titten. Für mich sind Titten nicht so interessant wie Ärsche. Wenn die gleich aufstehen würde und das Spiegellicht ausmachen, dann würde ich, dann wäre A-Tracking. Moment, sie muss das Wandlicht anmachen. Aber so nicht. So nicht weiterführen. Da, die Wandlichter da, die muss sie anmachen. Übrigens hat Kunchi Kitty gestern auch Spiegellichter ausgemacht. Ich verarsche euch nicht. Die hat gestern ein Licht am Spiegel ausgemacht. Proof! Das Hallo, wieso redet die Amateurin mit nur 50 Männern? Können wir mal einen Profi schauen? Wenn ihr kennengelernt habt, dass ihr danach fest verpflichtet seid, mit diesem Menschen auch zusammenzukommen. Das ist doch absoluter Quatsch. Ich weiß nicht, also 18, 2 Jahre, 50 Dudes schon. Ihr glaubt mir nicht? Ordentlich, so. Würde ich euch je anlügen? Auszeit, ja, eben, ne? Wollte gerade sagen. Zeig mal. Also ja, würde ich, ne? Ich würde euch, oh bei jeder Gelegenheit, die mir in irgendeiner Form Geld bringt... Was, da ist nur eine alle zwei Wochen circa. Das eben, das ist nicht... Nee. Doch. Ja. Gestern wurden die rottverdümmten Spiegellichter ausgemacht, Bruno. Ich zeig's euch. Jungs, aufpassen. Spiegellichter. Haltet DK Spiegellicht bereit, Brüder. Ach du, Spiegellichter. Da hinten ist das Spiegellicht. Zack, es ist ausgeschaltet. Hey, Spiegellicht ausgeschaltet, Bruder. Die scheiß Energieverschwendung, Alter. Ich kann's nicht mehr sehen. Für ausgeschaltete Streaming-Spiegellichter in deutschen Twitch-Streams, Brüder. Lol. So, random Plot-Twist. Sehr recht, ey. Hi. Was hat die denn auf Instagram Mann. Zu bieten, Bruder? Ich sehe Strampas. Bonnie Tagesbrise. Oh, wieso hat die 91.000 fucking Abonnenten? Weil sie cute ist und so in die Kamera guckt. Ich glaube, wir wissen alle warum. Ich glaube, ich muss erstmal einen Toss-Check
in einem anderen Fenster machen. Oh Gott, ey. Toastcheck, Freunde. Schmutz. Ah, oh, Mann. Ja, Ivan, seht ihr, das Video ist jetzt gleich fertig. Es gibt noch einen dritten Teil, ohne Scheiß, ey. Ärsche sind Ehre, Hashtag NoBoobs. Ehre. Ehre. Okay, Video ist fertig. Ja, Video ist fertig. Guckt, da, gleich fertig. Wie alt ist die? Keine Ahnung, was ich, 15 oder so. Bruder, die hat aber auch. Also. Was? Lol, wie fies. Ohne Scheiß, echt, das war's. Hey, da kommt noch ein dritter und ein vierter und ein fünfter Teil, wenn das so weitergeht, ey. Da hat das Video ja nicht mal zur Hälfte geguckt. Und ohne Scheiß, so wie die labert, die wiederholt sich ständig. Das macht mich irre. Was Sunrise kauft ihr bisher? Hast du das gewusst? Ich habe Gerüchte gehört, ja. Moin. Herzlich willkommen zu diesem Video hier, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Denn wir haben ja vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo wir die amerikanischen Trends analysiert haben, wo wir geguckt haben, was für Trends könnten auch bald nach Deutschland kommen und cool werden. Und Tiny Hands Challenge gibt es schon lange. Ich dachte mir, wenn den noch keiner gemacht hat, was wahrscheinlich trotzdem der Fall ist, Tiny aber damit der richtig beliebt wird in Deutschland, muss ja irgendwer damit mal anfangen. Und wenn das halt sonst keiner macht, mach ich das einfach. Das ist schon jetzt voll lange. Die neuesten und geilsten Trends aus Amerika. Das ist voll alt. Und das ist voll doof. Unfassbar beschissen werden können. Vielleicht kann man das. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu diesem Video. Gescheut werden können. Das auch nachmachen. Ein Kaninchen. Dafür brauchen wir. Kaninchen! Ein Kaninchen. Gut, die erste Aufgabe ist hier bei Fred. Guten Tag, ein Pet zu geben und ein Tweet. Das bedeutet. Ich wollte nur Kaninchen gucken. Bleib hier! Nein! Fred, bitte iss nichts an von meinen Sachen. Bitte! Please, no! Tiny Hands habe ich schon vor einem Jahr in ASMR-Videos gesehen. Ja, eben. Oder ich habe schon mal gesehen, wie sich jemand mit diesen Tiny Hands geschminkt haben und so. Fuck. Bleib hier, warte. Warte. Oh, Kaninchen. Wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder. Das war ja einfach, oder? So, Fred, möchtest du nicht mal hier hinkommen zu uns? Freddy, komm schon. Heißt der andere George? Oh Gott. Warte, ich gebe dir mal einen Treat. So, ich brauche eine leckere, schöne, große Erbsenflocke. Hier, nein. Aha. So, Fred, guck mal hier. Guck doch mal. Guck mal, wie geil. Was willst du mir sagen damit, Digga? Du bist voll schräg, Alter. Geh weg mit deiner komischen Plastikhand so. Resting Bitch Face. Guck mal, mach bitte jetzt nicht. Du, geh weg. Bei der ersten Challenge verlieren. Guck dich an sonst. Du bist ein Feiner. Bleib hier. Bleib hier. Bleib. Okay, geh. Sie steht nicht auf deiner Plastikhand, ey. Oder ja. So, das hat auf jeden Fall schon gut geklappt. Einen würde ich aber noch geben. Oder auch mir. Fuck. Yeah. Das ist wie Deadpool mit seiner kleinen Baby. Da. So, oh, köstlich. Nur, dass die Gefühle drin hat. Sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist leicht verstört. Weiter geht's zur nächsten Challenge. Fred hat was zu essen bekommen, aber ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Mensch, was könnte man da nur tun? Gibt es nichts Besseres jetzt als einen Käsetoast? Herzlich willkommen in meiner wunderschönen Küche. Und hier werden wir jetzt einen Toast zubereiten. Oh mein Gott. Was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, wenn die eigenen Hände spontan geschrumpft wurden. Mist. Als erstes. Du kannst ja nicht mal ein Messer halten, so. Alles, was in diesem Video zu sehen ist, ist auf jeden Fall kein Product Placement. Und wir brauchen ein Messer, weil mir sehr nahegelegt wurde, dass man für ein Toastbrot natürlich auch Butter braucht. Ist ja klar. Natürlich braucht man das, wenn man so kleine Hände hat. So, und leckeren Käse. Ich glaube, das größte Problem wird hierbei einfach sein, diese scheiß Toastpackung aufzubekommen. Da ich ja Trendsetter dieser Challenge bin, sage ich auch, dass es auf keinen Fall erlaubt ist, den Mund zu benutzen. Das wäre ja sonst ziemlich lame. Das sieht so behindert. Okay, ich glaube, das geht tatsächlich. Hey, das darfst du so nicht sagen in dem Zusammenhang. Es gibt wirklich Leute, die so kleine Hände haben. Falls ihr überlegt, eure Hände spontan schrumpfen zu lassen, tut es nicht. Hi, Tommy! Ich glaube, bei dieser Challenge muss man viel Ruhegewalt anwenden. Aha, hier haben wir es doch. So. Kommt gut. Aha. So. Und Scheibe Nummer 2. Oh, nice. Ja, wenn das kein Trend wird in den Trends. Ja, Honey. Ja, Stecker rein. Stecker rein.
bist du da? Geil! Das sieht aus, als wäre es direkt beim ersten Mal. Fuck! Also ein Buch ist ja nicht gut, oder? Geh doch bitte da rein. Bitte! Okay. Aha! Direkt beim ersten Mal! Ja! Hey, first try! War gut! Nein! So, los geht's! Oh, das sieht so warten speziell aus. Ja, das ist schon besser. Vier ab! Wie er ihn nicht reinbekommt. Das läuft mir jetzt. Ja so das hab ich verpasst. Oh, ah, schön. Ja, so wartet man jetzt hier. Vielleicht können wir was anderes in der Zeit machen, weil ich kann das hier relativ schnell. Wollen wir das trotzdem machen? Ja, mach was. Ja, gut, dann komm. Gehen wir mal wieder zurück. Hä, wer filmt das? Ich will wissen, wer das filmt. So, in der Zeit, in der wir jetzt auf das Toast warten, dachte ich, wir können uns noch mal etwas kreativ ausleben und noch mal irgendwie was schaffen in der Zwischenzeit. Was macht man nicht, wenn man unbedingt noch ein paar Minuten Zeit hat? Ein Bild malen. Ah, also malen wir ein Bild. Immer schön aus dem Rücken heben. Ich fühle mich wie bei der heiße Draht. Die Eier-Challenge, so. Rip. Viel Spaß beim Hochheben. Ich hoffe, meine Hände werden niemals schrumpfen. Ne? Nein! Bleib bei mir! Müsste kein Deadpool sein. So. Puh, das Toast ist fertig. Das muss aber gerade wohl ein bisschen warten. Jetzt würde ich euch natürlich ja, fragen, was für ein Bild ich an der Stelle malen könnte. Aber da wir kein interaktives Video sind, wo das nicht geht, muss ich mir jetzt einfach selber was ausdenken. Und ich werde einfach Fred malen, was? Weil er so gut vorhin mitgemacht hat. Danke, Fred. So, Props an dich. Das Kaninchen. Vielleicht hätte ich einen Wunsch. Leave me alone! You are weird. Ja. Los, mach schon aus, Mann. So, okay, wer mich schon mal malen gesehen hat, weiß, ich bin der größte Künstler auf diesem Planeten. Ich merke, das ist ein geiler Tag. Mit Kaninchen chillen, essen, malen. Einen Kopf brauchen wir. Das funktioniert überhaupt nicht, ne? So ein Dreckskack. Was du nicht sagst. Scheiße. Ich muss halt das Papier festhalten. Jetzt komm, mal doch bitte was. Ich habe ein eindimensionales Bild gemalt. Das ist ein Punkt. Da, sieht man das? Sieht man das? Jeder, der mit einem Kugelschreiber, mit den Tiny Hands... Mandala-Zauber, hey, alles gut Respekt bei dir. Und bekommt als Belohnung diesen YouTube-Kanal hier. Ich merke, es gestaltet sich schwerer als gedacht. Vor allen Dingen, ich habe ja hier so Daumen, ne? Ich dachte, irgendwie kann ich den Stift da so reinbekommen. Jetzt. Was? Nee, das ist Plastik, das ist nicht nee. Gummi. Und einen anderen Stift. Ah, wo kommen denn diese Stifte her? Keine Ahnung. Weiß egal. Es auch nicht. Nehmen wir einfach mal diesen Buntstift, denn ich glaube, mit einem Buntstift ist es vielleicht einfacher, irgendetwas zu malen. Oder vielleicht auch nicht. Hier ist nichts. Ich werde meine künstlerische Karriere doch über den Nagel hängen. Dachte vielleicht besser. Ich, geh dein Toast holen, los. Diese nette Apparatur hier bekommen habe. Aha, jetzt ist es mir auch möglich, also ich habe das natürlich mit dem anderen Arm gemacht, aber jetzt ist es mir möglich, endlich mit der Tiny Hand zu malen. Und es wird das schönste Bild auf der Welt. Hier ist der Kopf. So, hier ist der Körper. Man muss dabei beachten, Fred ist sehr dick. Hier sind so die Schlappohren. Die... Oh, ich habe meine andere Hand angemalt. Hier sind die... Nein! Was ich auf jeden Fall nie schreiben werde. Also wie, oh Gott, ja, bitte. Hier ist so der Burzel. Hier, irgendwie ist das nicht lustig. Braucht das Ding natürlich auch. Hör mal, was soll ich, lach mich schlapp, ey. Die anderen zwei sind dahinter, ist ja aus der Seite. Fertig! Aha! So, fertig ist das wunderschöne Bild. Wer da kein Kaninchen erkennt, wer da nicht Fred erkennt. Also man erkennt, dass es ein Kaninchen ist. Das hast du sehr gut gemacht, möchte. Gehen wir zurück in die Küche und gucken, was der Toast macht. Denn ich habe so viel Hunger nach dieser ganzen Sache. Ich habe auch so viel Hunger. So, machen wir mal unser leckeres Toast fertig. Das ist die Unterseite. Das mit der Butter, das könnte noch lustig werden. Ich muss leider nur ein bisschen Butter nehmen. Was mit der Hand? Mit der Hand? Mir wurde geraten mit dem Messer. Ich glaube, wenn Menschen Probleme damit haben, Stifte zu halten, ist das so. Römer hat wohl einen anderen Humor als wie Steffi. Oh! Das heißt als Steffi. Wollen wir schuppen? Scheiß. Aha, wahrscheinlich ist das jetzt so giftige China-Plastikware, die die komplette Speiseröhre wegätzen wird. Aber dann hört dieses Leid wenigstens auf. Ja, bitte. Das heißt, köstlich. Ja, bitte. Schreib es nicht. Würde ich das essen? Nicht unbedingt. Ja. Würde ich jetzt sagen, es ist genug Butter? Auf jeden Fall. So. Fertig. Nie so, genug eine Butter. Eine Scheibe Käse brauchen wir dann natürlich auch. Es kann eigentlich nur besser werden nach der ganzen Kacke jetzt. Zum Glück ist die Käseverpackung schon auf. Bitte auf, ey.
Schmelch rast gleich komplett aus. Als ob, Römer, never. Wie soll ich denn jetzt hier bitte ein Scheibenkäse drauf? Warum steht da ein Ja drauf auf der Verpackung? Aha, aha, so. Ich glaube, wenn man wirklich solche Hände hätte, würde man einfach verhungern. Nee, aber weil dann könnten, wenn du das deine eigene Hände wären, dann könntest du sie ja trotzdem bewegen. Top. Humor speziell, bitte. Stimmt quasi das also richtig. Der Daumen zeigt hoch. Ist unfassbar trocken und kalt, aber allein das essen zu können, ist eine Genugtuung. 12 Sterne. Ja, das war ein sehr erfolgreicher Nachmittag. Es hat nur 3,5 Stunden gedauert. Was? Ja, keine Uhr. Ich kann euch also raten, wenn ihr mal im Leben weiterkommen wollt, habt nicht so kleine Hände, weil das funktioniert. Boah, Junge, das kannst du doch nicht sagen. So bist du bescheuert. Wenn ihr im Leben weiterkommen wollt. Es gibt Menschen, die können nichts dafür. Hallo? Bist du bekloppt, ey? Was läuft falsch bei dem? Klein gar nicht mag dich normalerweise, gell? Ich mag dich wirklich. Aber das kannst du echt so nicht bringen. Wow, ich meine, wow, seriously, ey. Wo Junge? Das kannst du doch am Ende so nicht sagen. Es gibt Menschen, die haben so, ich kann überschreiben, weil ich so nerven, so kleine Hände von Natur aus in real life und so, ohne Scheiß. Oh, Scheiße, ey. Oh, wow. Was? Du hast insgesamt 2 Moderatoren. Respekt. Nicht jeder hat so wenig Moderatoren. Eigentlich habe ich nur einen. Eigentlich habe ich nur Römer. Ja, ich korrigiere sie jetzt einen Moderator. Genau, weil Korn ist eigentlich nie da. Korn kommt alle so 5 Monate mal rein und sagt so, hä, das finde ich lustig und bannt dir jemanden und dann geht er wieder weg. So. Eigentlich könnte ich das mal ändern. Ich glaube, ich muss dem mal seine Mod-Rechte wegnehmen. Dann habe ich tatsächlich offiziell nur einen Mod. Und ja, weißt du, warum das so gut funktioniert bei mir? Weil meine Community so mega krass ist. Bei mir kommen nur positive Vibes und so rein, genau. Der Ja-Scheibenkäse, oh Gott, ja, aber echt, ey. Was ich, die hochstehenden Haare schaffe ich auch ohne Gel und Spray. Was von dem her, echt, hast du einen Wuschelkopf? Wer ist Korn dran? Sagst eben, das ist eigentlich mein anderer Mod, aber der ist nicht da. Also, wenn noch Bedarf besteht an einem Mod, melde ich mich freiwillig. Danke, das ist lieb von dir. Ich habe schon ein paar in Augenschein. Also auf ein paar habe ich schon mein Auge geworfen. So. Aber danke. Ich finde euch alle scheiße. Hey, Bobbin, was ist denn jetzt los? Putz und pop es ab. Ach so, wegen der positive Vibes. Oh lol. Ey Leute, ey, ich sag dir, ey, nur positive Vibes, sonst wirst du instant gebannt vom Bannhammer von Römer. Ein verliebtes Auge. Jetzt ein kleines bisschen, Junge. Ein kleines bisschen. Was? Hello everyone, this is your daily dose of internet. Oh yeah! Oh nein! Gesundheit! 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 Okay, das habe ich gesehen! This person did a study. Was ist das? Ja, genau, der Banner. Ja, ich wollte mal die positiven Vibes was ändern. Nein, die werden nicht geändert, das ist gut so. Das hartes Ausschlussverfahren. Oh mein Gott, tut es mir Feuer. Was? Wie fies! Was kann ich dafür? Oh
this person? Ohne Scheiß. Das muss man in den Don't Laugh Challenge reinmachen. Das schafft keine Sau. Wenn das eine Don't Laugh Challenge ist, spätestens da kacken alle ab. 100%. No chance, dass das jemand schafft, nicht zu lachen da. Ich meine, wer von euch hat hier bitte nicht gelacht, ey? Oh, Hilfe, der Schein von Steffis Augen trifft mich nicht auf. Oh mein Gott, was war das denn? Ja, echt. Nur die Besten der Besten schaffen das. Das stimmt. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich weiß nicht, wann der Land Summer. Positive Vibes only und so. Was die Spätzen aus unter dem Kanalmoderator hier. Hä, was? Did a study to see how accurate our eye and foot placement is when walking. Oh Mann. Ach so, Eye Tracking. Oh lol. Okay. The muzzle blast from this gun is deflecting the rain from falling on it. Oh krass, ey. Ah ja, das, warum kenne ich die Videos alle schon? Ich gucke zu viel Nein-Gag auf Instagram im Moment, denke ich wahrscheinlich. A photographer placed a mirror in the Amazon rainforest to see the reactions from animals. Was ist ein Spiegel? Oh Gott, wie fies. Als ob die das schon jemals gesehen haben. Das ist voll unfair. Oh nein! Oh nein! These people created the ultimate table for table tennis nerds. It shows you every little stat you would want to know about improving your game. Oh, was? Ja, wie geil ist das denn? This rhino charged at this car, but luckily nobody got hurt. Boah, die sind voll fies. Also fies, die sind halt echt mega aggressiv, ey. No, stay first. This person created a way to travel with your cats without putting them in a pet carrier. It's pretty much just a straitjacket, but it doesn't seem to bother them too much. Wie cute. Jetzt sind nicht zu fest zu ziehen, gell? Wie das aussieht, voll geil. Römer, du brauchst es auch. This is what a reindeer migration looks like in Sweden. Echt schön. Die sind aber auch aggressiver als Bären, ne? Oh krass, ey. Das sind voll viele. Wie viele sind das? Das sind schon so 600 Tiere oder so. This is what it looks like when you add food coloring and a dissolving tablet into a water blob in space. Water blob. Oh, cool. Universum so, ne? Hey, geil! Ja, was? Hä? Was? Ich versteh's nicht. That's was in this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Was passiert later hier gerade? Ein Alien! Ah! Sorry. Was ist my sugar daddy? Was? Eine Woche lang auf my sugar daddy? Gibt's eine Webseite, die nennt sich My Sugar Daddy? Seriously? Wow. Was meine halt dafür nicht hin? Was, deine halt nicht hin? Was hält nicht hin? Wo, was, hä? Ja, mach das, das ist gut. Was, ich habe aber noch anderen. Ich guck zuerst. Oh, wir müssen ein bisschen... Zahlreiche Nachrichtenportale berichten über den Asteroiden mit der Kennung 2018 LF-16. Bezeichnet ihn als Monstrum mit gigantischem Ausmaß, der mit rasanter Geschwindigkeit durchs All eilt. Demnach könnte er die Erde schon in 4 Jahren treffen und ein Massensterben auslösen. Was wissen wir über diesen Asteroiden und was ist wirklich dran an dieser Horrormeldung? Die Antworten jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsnews. Ja, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Hab ich schon.
brain. Es soll ein gigantischer Mega-Asteroid sein, der laut einigen Newsseiten Kurs auf die Erde nimmt. Und nicht nur das. Den Meldungen zufolge soll die NASA sogar ein mögliches Datum für seinen Einschlag auf die Erde genannt haben. Konkret geht es um den Asteroiden mit der Kennung 2018 LF16, der mit einem Durchmesser von rund 200 Metern knapp doppelt so groß sein soll wie Londons Uhrturm Big Ben. Entdeckt wurde der Asteroid im Jahr 2018 im Juni. Wir berichten ja hier bei Geeks und Science Fiction immer wieder mal über Asteroiden, von denen manche tatsächlich eine Gefahr für die Erde und das Leben auf ihr darstellen könnten. Denn wir sind ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden. Du bist auch kein normaler Design-Römer, glaube ich, noch nicht. Ohne dass wir es bemerken. Doch manche dringen eben auch in die Atmosphäre ein und das kann fatale Folgen haben. Fliegende Trümmer, Tsunamiwellen und schlimme Erdbeben etwa könnten einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen. Hollywood-Filme zu solch einem Worst-Case-Szenario gibt es ja genügend. Ja. Aber auch erdnahe Asteroiden, die weniger als einen Kilometer Durchmesser haben, können uns gefährlich werden, denn von ihnen sind nur wirklich ganz wenige bekannt. 2013 schlug ein solch unbekannter Asteroid in der Nähe des Uralgebirges in Tscheljabinsk ein. Obwohl er nur einen Durchmesser von 20 Metern und ein Gewicht von 16.000 Tonnen hatte, wurden 1.500 Menschen verletzt und 700 Gebäude wurden beschädigt. Für solch ein Szenario, der eben deutlich schlimmer, könnte laut einiger Nachrichtenportale eben auch der Asteroid 2018 LF16 auf der Erde sorgen. Es sind tatsächlich Meldungen, die seit einiger Zeit im Netz herumgehen und die Panik verbreiten könnten. Denn hier werden sogar mögliche Daten für einen Einschlag auf der Erde genannt. Schon am 8. August 2023, also in rund 4 Jahren, könnte es soweit sein. Oder eben am 3. August 2024. Und als ein weiteres mögliches Einschlagsdatum des Monstrums, so die Meldung, wird dann außerdem auch noch der 1. August 2025 genannt. Zudem ist von 62 verschiedenen Flugbahnen geredet, die alle Kurs auf die Erde nehmen, beziehungsweise die sich mit der Erdumlaufbahn kreuzen könnten. Das alles basiert den Meldungen zufolge auf Angaben der NASA. Schauen wir uns das mal genau an. Fangen wir mal mit der Geschwindigkeit des Asteroiden an. Auf der offiziellen Webseite der NASA kann man in einer Tabelle alle Charakteristika von 2018 LF16 nachlesen. Demnach ist er mit 15 Kilometern pro Sekunde im All unterwegs, was für Asteroiden aber durchaus normal ist. Das ist also keineswegs besonders schnell, so wie es oft zu lesen ist. Auch was die 62 potenziellen Flugbahnen mit Kurs auf unserem Planeten angeht, sollte man genau hinschauen. Denn auch hier wird mit Blick auf die NASA-Tabelle deutlich, was gemeint ist. Hier listet die US-Bundesbehörde für die nächsten 100 Jahre 62 nahe Begegnungen zwischen der Erde und dem Asteroiden 2018 LF16 auf. Da es sich um einen erdnahen Asteroiden handelt, ist auch das keineswegs besonders besorgniserregend, denn erdnahe Asteroiden ziehen nun mal in der Nähe der Erde ihre Bahn. Die eben zitierten Termine im August 2023, 2024 und 2025 stammen ebenfalls aus dieser NASA-Tabelle. Hierbei handelt es sich aber um nicht mehr als die ersten 3 Daten der insgesamt 62 Vorbeiflüge, von denen ich eben gesprochen habe. Für jeden der gelisteten Vorbeiflüge wird auch eine theoretische Kollisionswahrscheinlichkeit genannt. Doch auch hier wird wieder deutlich, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich nicht extrem hoch, wenn nicht sogar niedrig, denn sie liegt bei dem ersten Termin im Jahr 2023, Achtung, bei 1 zu 370 Millionen. Für August 2024 sogar bei 1 zu 480 Millionen. Ja, im Jahr 2025 liegt die theoretische Kollisionswahrscheinlichkeit des Asteroiden mit unserer Erde bei 1 zu 1,2 Milliarden. Also wenn man alle 62 Vorbeiflüge und deren entsprechenden einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammenaddiert, beträgt sie 1 zu 30 Millionen. Anders gesagt, damit ist eine Kollision mit der Erde mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Natürlich muss man an dieser Stelle auch festhalten, dass die Bahn des Asteroiden noch nicht ganz exakt vorauszusagen ist. Dennoch ist es überhaupt nicht angebracht, dass der Asteroid 2018 LF16 irgendjemand schlaflose Nächte bereiten sollte. Denn laut NASA-Datenbank hat er eine Palermo-Zahl von knapp minus 6. Diese Palermo-Zahl ist ein Maß, um Asteroiden nach ihrer Gefährlichkeit einzustufen. Grob gesagt wird es ab einer Zahl kritisch, die deutlich über 0 liegt. Klar ist auch, dass NASA, ESA und so weiter ab einer Zahl von minus 2 schon etwas genauer hinsehen. Und dazu kommt, mit einem Durchmesser von 200 Metern ist er schon groß, aber keinesfalls gigantisch oder gar ein Monstrum. Falls er die Erde also doch treffen würde, könnte dies für die Einschlagsregion durchaus dramatische Folgen haben. Doch ein Massensterben oder gar ein Weltuntergang
können wir mal ausschließen. Denn das steht fest, 2018, 11, 16 gehört zu den kleineren Asteroiden, die wir kennen. Also Entwarnung. Was aber nicht heißt, dass Asteroiden ein ziemlich unkalkulierbares Risiko sind. Und sie können mehrere Kilometer groß sein. Das wäre eine Katastrophe, ja, eine solche Kollision. Ständig schlagen auf der Erde welche ein. Und beim Tunguska-Ereignis oder beim Einschlag in Chelyabinsk haben wir Glück gehabt. Das muss nicht so bleiben und wir müssen mit einem großen Einschlag rechnen oder dem unbedingt vorbeugen. Wie groß die Gefahr ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Asteroiden. Nee, passt. Was nee, Clickbait wäre, 2023 endet alles Leben auf der Erde. Der Monster-Meteorit kommt. Ja, oder Monster-Asteroid, was auch immer. Ich werde mir gleich lecker Ravioli mit Galli. Mit italienischer Käsesoße, Mann. Was für Käse nimmst du da, LOLplay? Apropos, ich habe noch das kam jetzt überraschend. Gerade hatte ich noch beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn nachgefragt, wann endlich das erste Bild des schwarzen Lochs Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, veröffentlicht wird. Frühestens im April wird es soweit sein. Da gibt es dann von ganz anderer Seite das erste Bild. Es ist bei weitem nicht so scharf und aussagekräftig, aber es ist ziemlich verblüffend und unerwartet. Ein schwarzes Loch wie kein anderes. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es ist fast unmöglich, ein Bild des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße zu machen. Zwischen der Erde und Sagittarius A-Stern ist ein Nebel aus heißem Gas. Er streut das Licht und erschwert die Beobachtung oder beziehungsweise macht sie nahezu unmöglich. Trotzdem ist jetzt erstmals das nahezu Unmögliche gelungen. Und gelungen ist das, wie beim heiß erwarteten Bild des Event Horizon Teleskops, nur mit der Zusammenschaltung mehrerer Radioteleskope. In diesem Fall war es das Very Long Baseline Interferometry, VLBI, bei dem mehrere Teleskope auf der Nordhalbkugel, zum Beispiel das deutsche Radioteleskop Effelsberg in der Eifel, mit dem Atacama Large Millimeter Array, kurz ALMA in Chile, auf der Südhalbkugel zusammengeschaltet wurden. Und so ein riesiges virtuelles Teleskop entstand. Es hatte so fast die Größe unserer Erde. Und jetzt kommt der Hammer. Nachdem das Forschungsteam die Streuung herausgerechnet hatte, stieß sie auf ein Leuchten in einem extrem engen Bereich von nur einem 300-Millionstel eines Winkelgrads. Sarah Issaoun vom Forschungsteam, das deutet darauf hin, dass die Radiostrahlung eher von einer Scheibe mit einfallendem Gas herrührt als von einem Radiojet. Sie hat die gesammelten Daten mit zahlreichen Computermodellen durchgerechnet und kommt zu dem Schluss. Das würde allerdings Sagittarius A-Stern zu einer Ausnahme gegenüber allen anderen schwarzen Löchern machen, von denen wir Radiostrahlung empfangen. Eine Alternative wäre nur, wenn der Jet fast direkt auf uns zeigt. Also ein ganz besonderes schwarzes Loch oder der schon relativ unwahrscheinliche Fall, dass ein Jet aus dem schwarzen Loch direkt auf uns gerichtet ist. Heino Falke, Professor für Astronomie, hält diesen sehr speziellen Fall trotzdem für eine Möglichkeit. Das bedeutet, dass wir das Biest unter einem besonderen Blickwinkel sehen. Allerdings wäre das schon sehr seltsam. Das würde bedeuten, dass die Akkretionsscheibe um das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie exakt um 90 Grad zur Drehungsebene der Galaxie gekippt wäre. Das wäre ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellen würde. Demnach kreist um das schwarze Loch eben eine Akkretionsscheibe in der Drehungsebene der Galaxie und die Jets gehen senkrecht nach oben und unten aus der Drehungsebene der Galaxie heraus. Eben ganz anders, als jetzt vermutet wird. Jetzt wird es noch spannender, was das Bild des Event Horizon Teleskops zeigen wird. Es macht das Bild bei einer höheren Frequenz. Jetzt ist auf jeden Fall sicher, dass wenn es einen Schatten des schwarzen Loches gibt, also wir einen Blick auf das Loch erhaschen können, er nicht in der Streuung verschwinden wird, sondern herausgerechnet werden kann. Noch mehr über das erste Bild im Zentrum der Milchstraße gibt es hier. Unbedingt draufklicken bei Raumzeit, Vlog der Zukunft. Abonniert auch diesen Kanal mit noch ausführlicheren Wissen. Krass, okay. Ja, geil. Faszinierend. Wissenschaftsvideos. Genau. Oh Gott, zweiter Teil von Essen. Essen kommt jetzt auf uns zu. Es ist ja auch Mittagszeit. Jetzt darf ich das gucken. Nichts geht über Cheddar. Oh, Cheddar, das ist so diese Plastikkäse. Da. Wir werden dann da reingezogen, heißt das. Nein, eben nicht. Alles, was rundherum ist, wird eingezogen. Das, bei den Chats, das wird ja ausgestoßen. Nein, kein Essen wird, ich muss abnehmen. Doch, Essen. Essen ist gut. Hihihihihi.
Hallo, ihr hübschen Menschen und Mahalo fürs Einschalten, wie man so schön sagt, ne? So, in der letzten Woche habt ihr schon gesehen, wir haben quasi den ersten Teil von zweien, ne? Das hier ist der finale Teil der Beef Platter aus Monster Hunter World. Falls ihr übrigens Ideen habt, aus welchem Spiel wir noch irgendwas machen können, dann schreibt das gerne in die Comments. Jetzt allerdings erstmal viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil dieses kleinen Koch-Monster-Projekt. Falls ihr übrigens Angst haben solltet, dass euer Vogel euch vielleicht ein bisschen zu trocken wird im Ofen, überhaupt kein Problem. Trick 17, aufgepasst. Ihr nehmt den einfach nach einer Stunde raus, wenn das so ein bisschen angeknuspert ist und gebt ihm quasi noch einen kleinen Kick, so einen kleinen Saftigkeitskick. Zack. Was ihr nämlich machen könnt, gerade wenn der gut gewürzt ist, ihr nehmt euren Bird und legt den, no shit, mit ein bisschen Bacon aus. Ja, der covert den dann, der beschützt den quasi, sorgt nochmal für mehr Sud im Endeffekt. Und glaubt mir, ist auch hinterher für die Haut, für die Knusprigkeit und so als kleine Knabberbeilage absolut fantastisch. Dann baut ihr dem hier so ein kleines Support. Häubchen. Speck ist Support. Ich brauche Support. Und dann müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen, gerade wenn ihr mehrere Sachen auf einmal im Herd habt, dass euch irgendwas zu trocken wird. Oder aber, auch sehr von Vorteil, dass euch zum Beispiel die Gewürze verbrennen. So, gecovert. Finde ich fair. Und absolut. Wieder ab rein in den Ofen. Okay, alles kocht ein, ist im Ofen. Flo hat schon wieder Handschuhe an. Heißt, wir kümmern uns um die Meatballs. So, dafür Hackfleisch, um da eine gewisse Würze reinzukriegen und, das ist das Schöne, weil eh nochmal Würstchen auf der Meat Platter jetzt hier eine Rolle spielen, gar kein Problem. Wir schnappen uns einfach zwei leckere Merguez, schneiden die der Länge nach auf. Ja, das sind so sehr, sehr schöne, sehr intensiv gewürzte Würstchen. Und da wir davon eh ein paar zu viele haben, nehmen wir einfach was von dem Brät, das hier mit drin ist und nutzen das, um damit auch unsere Hackbällchen zu würzen. Außerdem, gerade bei den Gewürzen und bei verschiedenen Geschmackskomponenten, achten wir einfach darauf, dass wir so ein paar Geschmackskomponenten eben haben, die auf der ganzen Platte wiedererkannt werden können. Wiedererkannt werden? Wiedererkennbar sind. Deutsche Sprache, Wörter. Dann können wir schon mal einmal hier durchmixen. Wörter. Oh Mann. Also den Handschuh da so hart. Da wir nicht wollen, dass das uns zu trocken wird, geben wir da noch eine sehr fein gehackte Zwiebel mit rein. Eine halbe, wenn sie groß sind. Wenn sie klein sind, eine ganze. Und ein bisschen Petersilie. Große Ganze. Ganz kleinen, ganz mini Schluck tatsächlich von der Barbecue-Soße, mit der wir die hinterher dann auch glasieren. Das wird absolut super. Das ist super. Kein Stream, das ist ein Video. Zwiebeln, alles, ganz viel. Los, rein damit. Oh, kein Problem. Bin ich dämlich? Nö, passiert schon mal. Aber ich habe auch schon auf Streams reacted. Doch, das war auch lustig. So, Freunde, jetzt ist es an der Zeit, das ganze Kurzgebratene vorzubereiten, beziehungsweise uns erstmal so ein bisschen um die Side-Dishes zu kümmern. Die Kartoffeln sind da drin. Ich hoffe, sonst geht's dir gut leiden. Was wir allerdings auf der Meatplatte bei Monster Hunter World noch sehen, wenn wir sie denn vertilgen im Spiel, dann hast du da so eine Art Schinken, beziehungsweise irgendwie so Kassler oder irgendwas. Aber einfach nur, weil ich es geil finde, habe ich mich für Leberkäse entschieden. Weil ich dachte mir, wir machen es hier auch deutsch-international. Den braten wir richtig schön scharf mit an. Genauso wie, und ihr seht's ja auf dem Bild im Game, ihr habt eine helle, das heißt, wir entscheiden uns einmal für eine Geflügelwurst und eine dunkle, das heißt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja sogar schon eine Merguez benutzt, entscheiden wir uns dafür auch noch. Und die sind ja wirklich nur Beiwerk, aber die braten wir uns jetzt ganz entspannt an und dann kümmern wir uns um die Hackbällchen, das Steak, ne, die jeweiligen Spieße, die ihr auf dem Bild seht. Und vor allem um die Scampis, auf die ich mich auch ganz besonders freue. Ja, guck du nur, dass sie nicht aus Vietnam kommen, gell? So, Meatballs formen ist die erste Hausaufgabe, die wir hier haben. Und wie gesagt, die sollen ja aufgespießt werden. Balls! Lass die Balls aufspießen! Wir haben durch die
Das ist die Barbecue-Soße. Ein bisschen mehr Zucker drin. Ganz und damit uns die nicht irgendwie großartig verbrennen, achtet auf die Größe. Der Zucker karamellisiert schnell. Und wenn er damit fertig ist, so nach dem Motto, nach Fest kommt ab. Ja, danach wird er bitter statt süßlich. Ergo, macht die nicht zu groß. Die sollen vernünftig durchbraten. Und müssen halt noch... Die Dinger sind riesig. Aber falls ihr es vorhabt. Ja, die einzelnen Sachen halt davon. Oder für eine Party ist das, glaube ich, absolut der Hammer. Für eine Party ist auf jeden Fall voll geil. So eine richtig schön geile Monster Hunter World LAN. Oh, dafür wie nice. Das mega. Aber ihr, Freunde, ohne Spaß, wenn ihr irgendwas davon nachkochen solltet, dann auf jeden Fall Bilder bitte. Über Twitter oder über Instagram. Einfach vertaggen. So, Freunde, langsam geht's ans Grand Finale. Wir kümmern uns jetzt darum, braten unsere Bulettchen an, wir braten unsere Scampis an, schön mit ordentlich Knoblauch noch mit dazu. Ne? Und dann noch die Steaks für den dritten Spieß. Habt in der Zeit auf jeden Fall euren Vogel im Auge. Bei dem wird es nämlich jetzt Zeit, die Hitze etwas zu reduzieren. Da könnt ihr von 150 Grad so nach 2 Stunden auf jeden Fall runter auf 100 Grad und dann einfach machen lassen. Jetzt allerdings erstmal die Scampis rein, den Knoblauch rein. Scampis wirklich nur mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen, den Rest macht der Knoblauch. Dann auf jeden Fall auf die Hackbällchen konzentrieren. Das Steak, das muss mega fresh sein, deswegen machen wir das ganz am Ende. Und wenn ihr das alles erstmal in den Pfannen habt, dann wird es auch Zeit, den Fisch ins Curry zu geben. Jetzt aber erstmal hier. Gut, zack. So, das kriegt jetzt ganz langsam und gleichmäßig Hitze. Wunderbar. Unsere Scampis mit dazu. Auch das hier erhitzt. Langsam und stetig. Kann es sein, dass es nur dicker geworden ist? Da wirklich. Nein, er ist nur Kasten geworden. Ordentlich Knoblauch, den sammeln wir hinterher einfach raus. Können auch gerne noch ein bisschen Säure mit dazugeben. Chili, das Chili vergessen. Zack, machen lassen. Salz, Pfeffer. Und jetzt den Fisch ab in das leckere Curry. Zwischendurch immer mal die Hände waschen, ist klar. Und den jetzt nicht schmeißen, weil wie gesagt, das Zeug hat eine Farbkraft. Flo hat ja irgendwie angefangen zu boxen und seither hat er ein bisschen zugelassen. Also hat er einfach unbedingt Masse aufgebaut. Wenn ihr Klamotten für immer gelb färben wollt, dann passt ein wenig auf. Aber zugelegt hat er nicht. So, und jetzt auch nicht mehr da drin rumstochern wie ein Blöder, sondern vorsichtig rühren. Das wird eine fantastische Fischcurrysuppe. Jetzt Salz. Könnt auch noch ein bisschen einfach von der Sojasauce mit dazugeben. Ist auch ganz geil für die Farbe, ehrlich gesagt. Ein bisschen Pfeffer noch dazu. Und wenn ihr habt und wenn ihr drauf steht, ich weiß nicht, jeder ist großer Fan von Koriander, dann nehmt wirklich einfach ein paar Blätter, zupft die jetzt hier einfach mit rein. Die müsst ihr gar nicht großartig irgendwie zerschneiden oder raspeln oder was weiß ich was. Könnt ihr hier wirklich einfach mit in euer Curry geben. Achtet darauf, dass ihr nicht allzu viel von den Stielen mit reinschmeißt. Es wird bei Koriander schnell bitter und ihr kaut da drauf rum wie auf so ein paar Ästen. So, Freunde, wir sind fast am Ende. Wir kümmern uns jetzt noch um den Steak-Spieß. Dafür haben wir hier ein paar wunderherrliche Dry-Aged-Stücken. Die schneiden wir uns so ungefähr auf dieselbe Größe. Ihr seht, ich habe die relativ mager gehalten. Nichts wegschmeißen, dann wird alles hinterher noch wegverschnabuliert. So, zack. Das wird der Vorteil ist aber, dadurch, dass ich eben ein bisschen was vom Fett weggeschnitten habe, können wir das jetzt nutzen, um die Pfanne damit, quasi statt dem Rapsöl oder Olivenöl oder womit ihr auch immer braten wollt, könnt ihr gerade bei Steak, gerade bei Fleisch immer Fettabschnitte verwenden, um dann darin auch zu braten. Was gibt's zu essen bei dir? So, zack, die bringen wir jetzt richtig schön auf Hitze. Hunger gesagt. Ich braten uns das Medium durch und dann geht's los, dann wird angerichtet. So, jetzt warten wir erstmal, bis Temperatur da ist. Wir sind denn durch. Also jetzt nicht das, aber nachher. Jetzt bin ich gespannt, wie er das macht. 2 Schinkensemmel und Red Bull. Ja, warum nicht? Kann man machen, natürlich. Oh, sieht schön aus. Da kriege ich auch Hunger.
So, Freunde, ihr seht ja, das hier, das sehe ich hier schon, ist absolut perfekt, medium gegart. Es ruht jetzt noch ein bisschen. Dann kann sich das alles wieder so ein Stück zusammenziehen. Er benutzt die Pfanne völlig falsch. Wie vorhin angekündigt, kümmern wir uns jetzt noch um unsere Meatballs. Und kann man eine Pfanne denn überhaupt falsch benutzen? Alle noch mit ein bisschen von der Barbecue-Sauce, die da mit drin ist. Keine Sorge, ihr wisst ja, die kommen auf Spieße. Ihr könnt also auf dem Teller hier rumsauen. Am besten funktioniert das natürlich mit so einem Pinsel hier, wenn ihr so ein Ding habt. Absolut top. Wenn ihr euch das Bild bei Monster Hunter anschaut, dann seht ihr auch, dass die so einen unfassbar, ja, das stimmt. Ja, schon fast unnatürlichen Schimmer haben. Klar, es ist auch ein Game. Grafik-Engine und so. Ja. Aber trotzdem, ich dachte mir, hey, wie geil ist das denn? Dann halten wir uns einfach mal daran, orientieren uns daran und bepinseln unsere noch mit einer richtig geilen Barbecue-Soße. Tja, Freunde, dann holen wir den Vogel aus dem Ofen und dann wird unsere Monster Hunter World Meat Platter Copy and Taste Style auch schon angerichtet. Ach so, man darf in die Grillpfanne kein Fett reingeben. Ach so, das Fett kommt immer anders gar gut. Oh, alles Alter, klar, sorry. Wie sie etwas zusammengelaufen ist. Das ist nur Nimm das Leute auseinander. Lecker. Ja, los, LOLplay, los. So. Nimm das auseinander. Zack. Hallo, Tunis. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, lol. Oh, das so, Freunde, damit der Olli auch endlich gleich mal losessen kann. Den tropft ja nämlich schon der Zahn. Ich hab langsam Hunger, wenn ganz ich das viel Spaß so beim Nachkochen. Ihr könnt jedes einzelne davon nachkochen. Jedes einzelne davon ist absolut fantastisch. Also ganz viel Spaß. Macht's nicht gut, macht's besser, macht's nach. Und wenn euch Videospiele oder Videospielserien einfallen, aus denen wir was nachkochen kann sollen. Kann LOLplay ein Video hochladen. Tales ich of, zerstöre LeFloids Weltbild komplett. Was auch immer. Lasst uns gerne wissen. Auch dafür sind wir natürlich offen. Guten Appetit. Ich muss erstmal hier noch so einen Spieß schnappen. Komm, Olli. Essen. Ist das eine Zwiebel? Der geht nicht ab, also muss da abgebrochen werden. Lol. Hui. Oh, jetzt habe ich auch so richtig Kohldampf auf echtes Essen. Als nächstes dann der Krabbenburger. Oh ja, bitte. Oder die Bueno Nachos. Ja, ich mag Nachos. Ich stelle mir vor, Rezo 2.0. Oh, wow, weißt du, wie lustig. Ah, oh, Leute. Aber was, das Sugar Daddy Dings? Was ist das? I use Grammarly. I use Grammarly. I type on my computer. Ach, echt? Ich nicht. Details are important. Hello. Is it me you looking? Komm, die meisten Leute werden schon wieder überfordert sein. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ihr musstet wieder lange warten. Und ich glaube, einige Herzen werden hier überschlagen. Denn da mir wegen ja dir, doch ja, so schätze oft unterstellt wegen wird, dir, dass ich ja nur auf der Suche bin nach einem Mann, mit Kohle, der mir alles bezahlt. Werde ich eure Wünsche heute erfüllen? Ich weiß doch auch nicht, was ich hier was mache. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Wow, ich das Drama, ey. Ich kann es nicht aussprechen. Es zieht mich richtig mit, ey. Ja, der braucht auch Grammar. Oh. Ich melde mich an bei ja, tu es. mysugardaddy.de. Yeah. Ich habe null Ahnung, was da vorgeht. Wirklich null. Vielleicht ist es ja eine wirklich seriöse Vermittlungsseite. Wer weiß es schon. Ich meine, vielleicht... Ja, nee. Traum erfüllst du, ne? Ich bin ein Sugar Babe. Hot White Chick. Oh, das ist viel besser. Hot White Chick. Hot White Chick. Hot Wings. Wir nehmen einfach Düsseldorf. Nur um das mal klarzustellen. Ich mache das jetzt nicht. Was ist denn da aus wie du? Bist du wahnsinnig? Ihr lacht vielleicht, weil warum erkläre ich das so oft? Aber es gibt genügend Leute, die das nicht verstehen, dass das nicht ernst gemeint ist. Ich will nichts sagen, ich will nicht urteilen. Nee, besser. Oh, danke, wollte gerade sagen, ey. Ich war ja nur so. Jetzt Profil ausfüllen. Tunis, warum magst du denn LeFloid ja, nicht? Zugehörigkeit. Also Steffi. Bitte? Ja, okay, was denn, wollen wir einen Schuppen? Schritten. Perfekt. Aber dann steht mir nicht so viel Geld zur Verfügung. Machen 500 bis 1000. Sport. Okay, Bett, habt ihr auch Bett, dieses Rauschen? Das Bett, kommt von ihr, was oder? Was ist das ja denn hier für eine Diskriminierung? Ach da. Man muss sich erst aufregen, damit Dinge sich verändern. Was suchst du bei uns? Mach dich interessant, erzähl etwas über dich. Zeige deine Persönlichkeit. Ja, das naja, ist der. Jetzt das ist ihr Mikro. Ja, eben, gell? Ist voll also, schlecht so. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Ist wahrscheinlich mit einer Kartoffel aufgenommen. Da steht ja, was suchst Webcam, mit der Webcam. Theoretisch
Ein Sugar Daddy, ne? Sugar Daddy, ich muss mal kurz eben überlegen. Ich schreibe jetzt einfach hin. Ich will auch mal Sugar Daddy suchen. Gibt es das hier in der Schweiz auch? Scheiße. Flirt. Schlechte Recherche bei seinen News-Videos. Ach so. SB Bonden. Ja, das geht, das sagen viele, ja. Sugar Daddy und Sugar, ja. Genau. Bonded. Das will ich. Okay, warte mal. Du bist Bonded. Ich muss ein bisschen naiv sein. Das will ich sehen. Ich glaube, dass Sugar Daddies vielleicht ein bisschen drauf stehen, wenn das Sugar Babe naiv ist. Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Denn das Aussehen hast du. Ich muss jetzt ein bisschen süß, naiv rüberkommen. Steffi sucht also auch einen Sugar Daddy. Natürlich, sonst weiß ich nicht auf Twitch. Ah! Nee, Quatsch. Ich bin Anna, 23 Jahre jung und bin auf der Suche nach netten Gesprächen und einem netten Sugar Daddy, der mir ein wenig unter die Arme greift. Falls du Lust hast oder dich mal probieren. Das ist komplett falsch geschrieben. Nein, so läuft das nicht. Wenn du auf der Suche nach einem Sugar Daddy bist, dann bist du zwar jung und auf der Suche nach netten Gesprächen, aber du bist vor allem auf der Suche nach einem erwachsenen Mann, der dir zeigt, wie es im Leben läuft, der dir seine Erfahrungen dir mitteilt, damit du von ihm lernen kannst, ne? Ah, Anna, du hast noch so viel zu lernen. Ah, du bist ja auch erst 23. PS, ich bin an nichts Kurzfristigem interessiert. Hey, geh, Anna. Anna, das hast du nicht gut getippt, du. Jetzt muss ich ein schönes Profilbild auswählen. Hier gehe ich immer auf mein... Auf Suche nach Cash! Ja, aber echt, bekomme ich deine Brille? Nein, ah, ja. Meine Brille. Ah, so, ich muss mich hier als kein Fake identifizieren, okay. Mann, Alter. Will man sich mal eben locker, flockig anmelden bei My Sugar Daddy und bin mal wirklich gespannt, ob die das wirklich nachprüfen. So. Ja, jetzt habe ich euch. Was ist das denn? Hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute rein. Sind das Chats? Oh Gott. Wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin Steffi, weißt du, Bescheid, also chillig. Ein bisschen unwohl, obwohl mir ja nicht mal irgendwie einer geschrieben hat. Sondern ich bin ja auch 27 mit 2 Jahren Erfahrung. Fünf Sachen. Das ist einmal Fragen stellen und beantworten, Profil anlegen, oh, Bilder hochladen, suchen, filtern, Checks durchführen. Ich finde das jetzt tatsächlich nicht schlimm. Also hier sind die Bilder nicht geblurrt. Das ist Sugar Daddy und nur Daddy. Ich habe doch schon ein Bild hochgeladen. Okay, ja, aber Daddy sein will niemand. Läuft ja. Ach so, was ich nochmal eben echte. Kurz ansprechen guten wollte. Morgen, alles hört gut bei dir? Hört auf, meine Bilder bei Tinder zu nehmen. Ich weiß nicht, welche Weiber sich da das Recht rausnehmen, meine Bilder dafür zu verwenden, aber verwendet gefälligst eure eigenen Bilder und nehmt nicht mich. Wisst ihr, was für ein Abfuck das ist, wenn man mehrmals am Tag ein Profil zugeschickt bekommt, wo Leute deine Bilder verwenden? Was seid ihr denn für Ottos, ey? Das reicht doch mal, oder? Und was, wenn ich das wieder erklären muss, warum da wieder meine Bilder als Profilbild genommen werden? Das ist doch immer nicht mehr lustig. Nee, aber echt nicht. Und nur als Wiederholung für alle, meine Profile werden direkt... Immer diese Seiten, auf denen man bezahlen muss. Direkt gelöscht, ne? Also, falls ihr da ein Profil seht auf Tinder oder Nahoo, ist ein Fake, weil ich das nicht mehr habe. So. Uspakoise. Oh Mann, das ist so anstrengend, glaub mir. Das ist so anstrengend. Ich zu sein. Das ganze Abend. Ich lasse jetzt mal in Ruhe diese so, unglaubliche Seite. Aber vielleicht datet sie sich ja auch. Weil gern Daddy. Also nicht so, sondern richtig alles klar. Das ist ja auch als was Cooles heraus. Ich weiß, ihre Bilder nur, werden ich jetzt nicht verstehe, heißt links nicht, dass geswiped. Das in einer Weise verwerflich ist, sondern jeder soll das machen, was er will. Du hast ja, wahrscheinlich Bock, nicht von allen. Aber nee. Kein Geld, dann melde ich jetzt bei My Sugar Daddy an. Was? Ist mein Sanitäter in der Not. Ich wundere nicht, ich war beim Friseur, deswegen neue Haare. Sieht cute aus. Aber vollkommen derselbe. Also Papa, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt ist was seid ihr denn für Ottos und dann noch gut, ich bin mal gespannt, was die erreicht haben. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe jetzt noch gar nicht reingeschaut. Flirttext, okay? Hallo. Also von diesem Mann habe ich einen Kuss zugeschickt bekommen, ja? Hallo, du suchst einen richtigen Sugar Daddy. Jemand, der sein Sugar Babe gerne verwöhnt und wie eine richtige Frau behandelt. Moment. Waren Sie mal denn eine richtige Frau? Spiegellichter! Ja, ich bin nach wie vor kein Fan jetzt von sowas, ne? Also, Wie alt bist du? Oh, was, ich? Okay. Sag ich doch vorhin schon. Ich bin 27 mit 2 Jahren Erfahrung. Werden wir doch mal kurz mit zusammen beantworten, oder? Müsste ich dich mit jemandem teilen? Würdest du mich gern kennenlernen? Nein! Das Sugar Babe. Hallo Hot White Chick. Das könnte passen. Bin aufgeschlossen, dominant, humorvoll, spontan, sportlich, schlank. Lust auf ein Kennenlernen? Möchtest du hier schreiben oder darf ich dir meine Nummer geben? Düsseldorf ist nicht weit. Yo. Achso. Yo! Also vielleicht heißt er Joe. Ich ja, wollte gerade sagen. Konto angeben oder was? Junge, frag die Lady nicht, wie alt sie ist. Ach. Oh.
Ach scheiße, ey, das schränkt mich jetzt aber schon ein bisschen ein, ne? Ach so, mein Bild wurde abgelehnt? Das ist ja kein Wunder, denn? Dass hier das nicht geht. Okay, komm, wir nehmen jetzt einfach mal ein ganz, ganz aktuelles Bild von mir. Das habe ich heute gemacht. Vielleicht wird ja das nicht abgelehnt. Weil das gibt es erstens mal nicht im Internet. Vielleicht checken die das ja irgendwie so. Das kann man ja auch... Man kann ja, auch ja, Bildersuche so, ne? Das kann schon gut sein. Suchen. Hallo, Anna. Ich bin jetzt 20 Tage 18. Oh, oh yeah, Gott, Party. Oh mein Gott, er schreibt. Achso, das Streamer sind schon. Ja, dann schon. Der ist 28. Das ist doch kein Sugar Daddy. Naja, aber echt was nicht. Was ist das denn? Sag Sugar mal. Daddy ist 45 plus. Suche eine langfristige Beziehung mit einem Sugar Babe. Das heißt, schöne Treffen, Unternehmungen mit regelmäßigen Geschenken. Ja, sowas sind aber noch Beziehungen, ne? Ich meine nur. Bitte keine professionelle und keine Bettelei um Geld. Außer die Geschenke, ja. Stehen. Das ist, die Seite heißt My Sugar Daddy. Das, ohne shady zu klingen und ohne irgendwie werten zu klingen, aber ich melde mich doch nicht auf My Sugar Daddy an, wenn ich, weißt du? Ja, toll. Was ist das denn für ein Sugar Daddy? Gott, ich bin unzufrieden. Mit 28 bist du kein Sugar Daddy. Sascha, das Sugar Babe. Ich glaube, das ist jetzt echt schwer für ein paar Leute zu unterscheiden, was ich jetzt das ernst meine. Mit Anstand zu tun. Der endet nicht im Internet. Ernst. Gut, Lonflakes. Sehr schön. Okay, warte, ich muss wieder auf Baustelle. Viel Spaß noch. Tschüss, Schalle. Mach's gut. Bis bald. Nach einer langen Auszeit suche ich wieder ein Sugar. Also dieser Sugar Daddy hat Vorstellungen. Ja. Dieser Sugar Daddy. Also das ist echt, das ist total daneben. Ein schlankes Sugar Daddy. Ein Kind. Wow. Jährliches Einkommen 110 bis 250.000. Wow. Was? Und dann kann man über das Kind hinwegsehen, das ist kein Problem. Schade, danke für dein Follow von dir. Beruhigt euch. Uspakoise. Also nach einer langen Auszeit suche ich wieder ein schlankes Sugar. Na, Mann, Alter. Was ist denn mit dem ersten Sugar Babe passiert? Ist das schwanger geworden? Ne? Absolute Diskretion. Oh nein. Auf beiden Seiten, da ich Er ist verheiratet. Wow. Ich weiß nicht, alle Männer sind so. Aber da fragt man sich einer, was nein, an was nein, fehlt nein, dir? Warum definitiv bist du fucking nicht verheiratet? Ich, keine Ahnung. Vielleicht ist er unglücklich, vielleicht ist der Sex schlecht. Sein Bild drinne. Der hat als Namen drinne. Der Diskrete. Och Mann, scheiße. Ich kann niemanden anschreiben. Ist ja voll wack. Das Leben als Sugar Babe ist so anstrengend. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen ab und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Clip. Also ich gehe mal davon aus, dass es keine Werbung für My Sugar Daddy gibt, oder? Nee, es gibt keine Werbung. So. Aber vielleicht, wenn es eine Werbung geben würde. Ich habe mir da mal ein paar Gedanken dazu gemacht, wie so eine Werbung aussehen könnte. Ich vermute einfach mal so. Bist du zu faul zum Arbeiten, möchtest aber viel Geld haben, damit ich mit Alkohol im Hintergrund läuft. Ich habe in den letzten Videos total vergessen, euch eine Aufgabe zu geben, also in die Kommentare zu schreiben. Deswegen, wenn ihr Bock habt, schreibt in die Kommentare. Ich will keine Aufgabe, ich gehe nicht mehr zur Schule. Babe. Denke mal, passender geht's nicht, ne? Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und ja. Wir nur ihre Interaktion in die Höhe treiben, alles klar. Je länger ich das mache, desto normaler finde ich das. Also ich finde das jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schlimm, ein Sugar Babe zu sein. Natürlich nicht in Real Life, sondern so, aber jetzt finde ich mich mehr damit ab, ne? Mein Foto wurde angenommen. Yay, congratulations! Ich möchte das tun, weil es das noch nicht im Internet gab und deswegen, ne? Eine Menge Leute sind dazu gekommen, das ist einfach unfassbar. Aber ich glaube, Profilbesucher interessieren uns nicht so viel, Küsse interessieren uns auch nicht so viel, sondern was uns interessiert, sind die Chats. Hier hat, oh Gott, hier hat jemand einen ganz langen Text geschrieben. Hallo, du gefällst mir. Wenn du einen sympathischen Sugar Daddy suchst, der dich finanziell unterstützt, dann sollten wir uns kennenlernen. Vorschlag. Wir treffen uns in deiner Nähe, zum Beispiel in einem Café oder gleich in einem Hotel. Oh, oh ja. LOL! Wenn du möchtest, zwei bis vier Mal Sugar Daddy, nicht Prostitutionsdingens da. Wir unterhalten uns, hören Musik, trinken zum Beispiel Sekt. Und wenn es passt, können wir auch Sex. Hallo! Sugar Daddy Suche, nicht Wacker Suche. Für jedes Treffen gebe ich dir gern 250 Euro bis 300. Das ist nicht viel. Ich bitte dich. Wenn du möchtest, dann schreibe ich dir was zu mir vorstellen. Nein. Dann hier etwas ganz Simples. Hallo, wie geht es dir? Sugar, du hast so schöne Augen. Wie wird Gagdila? Wo das steht denn, dass ich Russin bin? Hallo? Da steht, dass ich Ukrainisch kann, aber nicht Russisch. Otto. Hi Anna, ich spare mir jetzt mal die vorgefertigten... Ach, hä?
Mein Name steht da doch, oder wie? Ja, du hast es reingeschrieben. Ja, stimmt. Schon mein Flirtix. Hey, Hottie. Frauen stehen drauf, so angeschrieben zu werden. Sowas wie Hey Hottie, Hey Schnucki, Hey Hase. Total! Hey Baby, lass mal den Mediamarkt treffen bei den Konsolen. Und so. Hey Hottie, der Profilname verspricht, was er aussagt. Oh, ist hey Baby, genau so war schon. No! Ich bin ein weltoffener, gebildeter, verantwortungsvoller und vielseitiger Mensch. Oh, ich glaube, da denkt aber zu viel von sich. Und jetzt höre ich schon so, ich glaube, du denkst auch zu viel von dir. Ja, also ich habe nicht mehr so viel Lust. Also das heißt, es echt lustig. Warte mal, ich denke mal, dass die Nachrichten, die ich bekommen habe, ganz gut repräsentiert haben. Und deswegen würde ich mal direkt zum Fazit kommen, nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Stehst du auf ältere Männer und kriegst gerne Geld von ihnen? Vielleicht auch ein kleiner Vaterkomplex? Dann melde dich jetzt bei My Sugar Daddy an. Oh mein Gott. Hey Süße, lass mal bei Lil oder Ali treffen. Vorher muss ich noch mein Profil löschen. Hi, mein Stream, der war einfach die besten Flirt-Tipps. Ist halt echt so, ne? Also Fazit von dem ganzen Spiel. Ich versuche mal, das Fazit so knapp wie möglich zu halten. Das ist Zelda's Soundtrack von den Credits. What the fuck? Am Anfang war es für mich komisch, weil ich es halt nicht gewohnt bin, mit älteren Männern zu schreiben. Das ist einfach nicht meine Altersklasse. Also ist einfach so. Deswegen möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass es absolut nichts Verwerfliches ist, wenn man nun mal auf ältere Männer steht. Wie gesagt, wenn Frauen nun mal mit älteren Männern zusammen sein wollen, dann ist das so. Und wenn hey, du heißt das Finger, gleich bei Ali hinter dem Mülltonnen treffen. Oh mein so. Gott. Dann wollen wir schon. Fuck it. Wer bin ich denn? Ich habe jetzt deinen Kommentar mal erlaubt. Die Reaktion, die ich hier vielleicht gezeigt habe, hey, Puppe, ist nicht wertend gemeint. Ganz ehrlich. Man sollte auch ein bisschen offener für die Welt sein, ne? Auch wenn jüngere Männer ältere Frauen haben, ist alles in Ordnung, finde ich cool. Trotzdem ist es ein befremdliches Gefühl. Ich sag nur Heidi Klum. Heidi Klum ist wie alt? 55? Und ihr Toyboy ist 28? Ich sag nur. Aber ich muss sagen, die Männer waren sehr respektvoll. Ich hier, du hier, Schnabeltier. Sehr schnell ins Sexuelle übergegangen, aber das ist ja auch so eine Seite, wo es ja schon, du gibst halt an, was du haben möchtest. Sugar Daddies sind zu zahlen da. Und dann soll man sich auch nicht wundern, wenn das und das kommt. Wer ist so Mitte 40? Ach so, Sugar Daddies. Klum, okay. Von daher, wenn du dich da auf dieser Seite anmeldest, dann bekommst du auch das, was du zu erwarten hast. Und geht's auch noch. Ich muss das mal kurz loben, aber du hast da, obwohl du nur Basismitglied bist, hast du da trotzdem voll viele Möglichkeiten. Das finde ich gar nicht schlecht. Ist natürlich wieder aus der Perspektive der Frau. Jeder soll wissen, was er machen möchte. Ne? Okay, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, mal einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch noch die letzten Dating-Portal-Videos. Ich glaube, ich mache mal darauf eine Playlist. Gott. Dann könnt ihr da auch ein schauen. Ich bin geschockt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Sascha ist ein Sugar Babe und Sascha, das Sugar Babe. Schreibt mir ansonsten auch Vorschläge, was ihr gerne sehen möchtet. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Die macht echt Videos über all das, also heute über das Daten und so, ne? Oh mein Gott, seriously? Was Mama, ich und ein Waffeleisen. Okay, also fertig machen fürs erste Date, eine Woche lang auf Lewu. Okay, was eine Woche lang bei Elite-Partner kochen und mit Mama lief nicht viel geplant. Okay. Warum die Sache mit Till ein wenig kompliziert ist? Wow, okay, lol, ich will deine ganze Love-Story hören. Get ready for me with you. Was für die Uni? So ziehst du dich zur Uni an. Läuft. Ich gehe zur Uni mit Baggy Jeans und Pullover und Brille und irgendwie Bleistift in den Haaren oder so. Nationaler Blogger flöten. Oh Gott, ey, Junge. Fuck auf 20 cm italienisch. Ich hab Tabata mitgebracht. Ich mag Tabata. Bruder. Mit Essen kriegst du mich, Junge. Das weißt du, gell? Oh Mann, was? Ich paarschippe jetzt. Oh Gott, ey. Eine Woche lang auf Tinder. Okay, die ist aber echt so ein bisschen, also vom Stil her und so ein bisschen so Pin-Up, ne? Gott, ey. Sie ist aber es ist lustig. Ich glaube doch, sie ist definitiv unterhaltsam. Aber mit kurzen Haaren sieht sie deutlich besser aus. Was, Dinge, die keiner über mich weiß? So rassistisch? Okay, dein Damenbärtchen und so, ne? Oh, ja. Ah, Brüste hat sie auch operiert. Okay, zweimal sogar. Alles klar, ja.
Ja gut, ich meine, Timeline-Kamera halten läuft, ne? Mich kriegt man auch mit Essen. Ja, wen kriegt man schon nicht mit Essen? Come on. Jeden kriegt man mit Essen. Gibt's noch was Neues? Ich glaube nicht. Nö. Gut, das war's. Lass mal ein bisschen schnacken. Oh, das kann ich ja so nicht machen, weil sonst seht ihr mich, also seht ihr ja so voll, was auch immer. Egal. Hi! Das wollte ich. Hi. Reh, was ist denn hier passiert? Servus, was? Lunch schon vorbei? Oh, das jede Menge verpasst. Wir haben gerade einem Mädel zugeguckt, wie sie sich bei sugardaddy.de angemeldet hat. Das war ziemlich amüsant so. Ja. Und wir haben Essen angeguckt. Essensvideos. Mich kriegt man nicht mit Essen. Ich muss abnehmen. Dann geh zum Sport und dann kannst du gleich weiter essen. So mache ich es zumindest. Damit ich gleich weiter essen kann, wie immer, gehe ich halt dreimal die Woche ins Kickboxen. Das lohnt sich. Oh Mann. Oh Gott, was ist so groß auf meinem Bildschirm? Das ist mein Face! Schau, wie sie Epic Mealtime hast. Ha, hä, was, warum? Ja, weißt du, warum ich Epic Mealtime nicht geil finde? Weil das alles Fertigprodukte sind. Alles Fertigprodukte. Die sollen ihren Scheiß selber kochen. Echt, ey. Wenn sie es selber kochen würden, dann würde ich es ultra feiern. Aber sie reißen ja nur Packungen auf, pallern das irgendwie zusammen und werden dafür gefeiert, dass sie 3000 Tonnen Plastik wegwerfen pro Tag, so gefühlt. Deswegen finde ich sie nicht geil. Jo, war kurz bei meinen Thailänder. Oh, was viel. Buffet dann noch auch. Oh, und er musste gleich weiter zum Termin. Alles klar. Boah, fies, ey. Ich müsste jeden Tag einen Marathon laufen, um so weiter essen zu können. Ja, gut. FDH, kann ich da nur sagen. Frisst die Hälfte. Das sagt mein Papa immer. He's Batman. wenn ich dir Videos, wieder so ein Video geschickt habe. Was, echt? Gar nicht gesehen. Aber ich kann das halt echt nicht unterstützen, weil die halt echt einfach nur Sachen zusammenpappen. So Fertigprodukte und dann 1000 Tonnen Müll haben. Ich will das nicht gucken. Ja, wenigstens geht... Doch, das ist so alles eingepackt. Alles eingepackt. Alles in Plastik eingepackt. Finde ich nicht gut. Jetzt für Foodkoma. Ja, klar. Ja, und weißt du... Alle, wenn ich Epic Mealtime gucke, dann fühle ich mich schon schlecht. Es gibt Minuspunkte auf meiner Essens-Karma-Liste, okay? Wegen Müll. Ich mache gerade Trennkost. Ich sitze am PC und das Essen ist in der Küche. So funktioniert Trennkost aber nicht. Wie geil. Oh Mann. Steffi! Pager! Was läuft? Musst nicht schauen. Ich schicke dir da mal eins, wo sie alles von Grund selber machen. Wenn sie das tun, dann gucke ich es mit Würde, die fast gesagt. Dann Ehrenmann, gucke ich's. Oh Leute, ich habe Hunger. Was habt ihr zu essen gehabt? Ich will Essenstipps. Wobei, wahrscheinlich weiß ich sowieso schon, was ich mache. Ich werde mir wahrscheinlich was Chinesisches, nicht Chinesisch, Asiatisch, Curry mit Eiernudeln. Ganz viel. Oh Gott, ich hab gestern Pasta gemacht mit ganz viel Zwiebel. Ich liebe einfach Zwiebel. ich habe ja auch noch Kartoffeln. Habe ich ja auch noch. Ich war gestern einkaufen. Ich habe noch ein paar neue Sachen. Was? Wie nichts? Ach so, ja du, ja gut. Nichts ist aber nicht gesund. Das weißt du, gell? Wenn du nichts isst... Dann schaltet dein Körper auf Notsignal. Ne? Kleine Ernährungslektion mit Steffi. Weil mein Vater war Diätkoch. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. So, okay. Eben. Also, wenn du nichts isst, dann schaltet dein Körper auf Notsignal um. Das heißt, dein Körper reagiert mit Scheiße, ich kriege keinen Nahrungswechsel mehr und fährt deinen Kreislauf. Also, ich kriege keine Nahrung mehr, keine Ballaststoffe, keine Vitamine, gar nichts, ne? Fährt dann deinen Kreislauf runter. Das heißt, der Stoffwechsel verlangsamt sich. Und wenn du dann plötzlich doch was isst, ja, dann setzt er, weil dein Körper auf Notstand ist, setzt er alles an, weil er ja
auf Notstand ist. Das ist wie wenn jemand verhungert ist, weil er das Gefühl hat, dass er verhungert und dann in sich reinfuttert und dann setzt alles an. Ja. Sieh, wenn du Angst hast, dass du verhungern musst, dann kaufst, also wenn du hungrig einkaufen gehst, das ist genau dasselbe. Dann kaufst du auch viel zu essen ein und alles lacht dich so an und sagt, hey, ich bin lecker, kauf mich und ess mich. Und du stehst da so, oh Gott, ja, bitte komm in meinen Korb rein oder so. Und dann nimmst du es mit nach Hause, am Ende bereust du es. Eben, und deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig etwas zu essen. Es muss nicht viel sein, aber es muss regelmäßig sein. Und mit regelmäßig meine ich nicht einmal pro Tag, sondern dreimal oder von mir aus, wer kein Frühstück mag, zweimal pro Tag, ganz normal, also halt ein bisschen eine kleinere Portion, ist viel gesünder, als wenn man nichts isst, weil man sonst eben zunimmt. Genau. Oh, ich habe gefragt, was ihr gegessen habt. Eben thailändisch, Rösti und Bratwurst. Ich mag Rösti, ich liebe Rösti. Bratwurst nicht, aber Rösti. Geil. Aber ich glaube, ich mache dir gleich Nutella-Brote und vielleicht auch was Chinesisches aus der Packung. Oh Mann. Ja, boah, ich meine schon, wenn du abnehmen willst, dann ist Nutella vielleicht nicht das Richtige. Weißt du, was ich meine? Aber Chinesisch aus der Packung auch nicht, weil das hat, weil Sachen aus der Packung haben dann mega viele so Konservierungsmittel und zusätzliche halt Stoffe drin, die halt das Essen also haltbar machen. Und außerdem ist es sind Fertigprodukte wahnsinnig salzig, was wiederum auch sehr ungesund ist für den Körper. Ja, ich habe noch nichts gegessen. Ja, Römer, es ist ja auch 1 Uhr erst. Du hast noch ein bisschen Zeit, noch was zu essen. Außer bei Colladra. Colladra ist einfach komisch. Oh Mann, ne. Aber da will ich ja nicht abnehmen. Das ist sein Problem. Er isst einfach nie und deswegen, naja, nimmt er halt auch gar nicht zu, weil er viel zu wenig isst, so. Ich habe aber so Hunger da drauf. Du gewöhnst dich dran. Ohne Scheiß. Iss mal wirklich so 2 Wochen lang keine Fertigprodukte, keinen künstlichen Zucker, so, also keine Nutella, keine Snickers, kein was auch immer halt. Du gewöhnst dich so schnell dran und irgendwann hast du auch gar keine Lust mehr drauf, nämlich. Also mir zumindest ging das so. Ach, dir mal eine selbstgemachte Lasagne. Ja! Ich habe mir mal eine selbstgemachte... Was macht ihr mal? Peter, ich werde schon eingeladen zu selbstgemachte Lasagne. Und zwar von Römer. Yes. Der macht mir eine selbstgemachte Lasagne. Ich liebe Lasagne. Ist echt so geil. So, aber Römer, gell, so ein halbes Kilo für mich allein, das bringst du hin, ne? Fresssucht ist doof. Ja, das ist echt doof. Das kann ich gut verstehen. Musst du was anderes finden, wo du süchtig danach werden kannst. Du weißt schon, die eine Sucht mit der anderen kompensieren, so, ne? Aber ich bin noch am Arbeiten. Ich habe noch keine Mittagspause. Wann hast du denn Mittagspause? Was sagt sie mit ihren 3 Kilo Schokoladen im Zimmer? Hey, das ist von Weihnachten Geburtstag. Ich habe jetzt alles aufgegessen. Muss gerade gucken, dass ich nicht lüge. Ja, hab alles... nee, doch, nicht ganz alles. Das ist keine Schokolade, das sind... Sowas kaufe ich mir einmal im Jahr, okay? Nee, ich mache ja, genau dafür mache ich ja 3-mal die Woche Sport. damit ich eben Schokolade essen kann. Nee, ich bin eine Frau, ich einmal die Woche brauche, einmal im Monat brauche ich halt Schokolade, okay? Einmal im Monat muss das einfach sein. Einmal im Monat. Das waren keine 3 Kilo. Das ist eine Lüge. Tja, wenn du es magst, kein Problem, wenn du jetzt 2-mal eingeladen bist. Ich mag Lasagne, Tatsache. Passt es! Du verrätst ja was, ohne Scheiß. Zuerst spielst du Team League ohne mich und jetzt verrätst du mich mit der Schokolade. Das geht echt gar nicht. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr, ey. Das Fresssucht und Videospielsucht, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und jetzt bin ich einfach nach beidem süchtig. Oh, shit! Vielleicht sollte ich mit Messer auf. What? Junge, schwör, hör auf. Mega nicht, ey. Tu's nicht. Also wenn du willst, bist herzlich eingeladen. Das ist voll lieb von dir, Paige. Aber ich bin so, ich gehöre so zu der Sorte, ich gehe nicht zu Leuten, die ich gar nicht kenne, nach Hause. Es tut mir voll leid, so. Aber Trust Issues und so, weißt du? Son Goku, hey, alles gut bei dir?
Ich muss Steffi endlich mit, weißt du, mal ihr Geschenk geben. Ha, lol. Mein Geburtstag ist schon über ein Jahr her, hätte ich fast gesagt. Ja, das auch, aber schon über einen Monat her. Mistakes were made. Das wirst du ewig hören. Ja, was ewig, ich schwör. Ich hasse meinen WLAN-Stick. Was, warum hast du deinen WLAN-Stick? Okay, alles klar. Nee, also, was? Ich weiß, sorry. Das ist kein Thema. Im Moment habe ich es auch echt mega streng. Ich kann halt echt nicht einfach so random. Ah, wobei, oh shit! Ich habe fast vergessen, euch das zu sagen. Oh damn, mir ist selber erst gestern Abend wieder eingefallen. Hey Leute, ich bin morgen und ab morgen übers ganze Wochenende weg. Das heißt, ich werde morgen am Donnerstag, also am Donnerstag, das ist morgen, und Freitag nicht streamen können. Und ich werde auch nicht am Wochenende streamen können, weil ich ja gar nicht zu Hause bin. Shit, ich hab's voll vergessen. Es tut mir so leid. Nein, nicht weinen. Es tut mir leid. Ist halt echt übel. Ich habe voll nicht dran gedacht, dass ich ja dann nicht zu Hause bin. Wir fahren mit der Firma weg in die Berge. Ich gehe Wellnessen. Die anderen gehen Skifahren, ich gehe Wellnessen. Ich gehe ins Fitnesscenter und Wellness und dann bin ich happy. Aber ich habe ja mein Handy dabei. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich, wenn ich mal eine Zeit lang alleine bin, und meinen Laptop habe ich auch dabei. Es kann sehr gut sein, dass ich halt vielleicht irgendwie einen, zwischendurch vielleicht mal ein bisschen was streame oder vielleicht von unterwegs. Ich habe mich Schluck auf. Bevor ich mich aufrege, ich habe mich Schluck auf. Es könnte sein natürlich, dass ich halt von unterwegs oder so was streame. Wenn ich Zeit habe, wenn ich dazu komme, ich weiß es nicht. Ich nehme euch mit in die Sauna. Was keine Steffi, wie soll ich das überleben? Es tut mir leid. I'm sorry. Aber hey, gönnt's mir. Wisst ihr, wie lange ich keinen Urlaub mehr gehabt habe? Ein paar Tage Wellness tun mir echt gut. Wirklich jetzt. Wait, what? Aber ich brauche meine Dose Steffi. I try! Okay, ich gebe wirklich mein Bestes, dass ich vielleicht mal Zeit habe, nebenbei zu streamen. I swear. Das in den Bergen chillen, in Fitness und Wellness, living the dream. Viel Spaß. Danke, servus. Ja, ich muss echt sagen, ich freue mich mega. Auch wenn ich es total vergessen habe, beziehungsweise ich habe es noch nicht so richtig realisiert, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in den Bergen war, außer vor einem Jahr. Wohin geht die Reise denn? In die Lenzer Heide. War noch nie da, keine Ahnung. Uff, ich habe noch nie Wellness gemacht. Hast du was verpasst in deinem Leben, Römer? Wellness ist echt cool. Das macht es halt so mega ordentlich chillig, so ne. Guten alten Steffi-YouTube-Vlogs kommen zurück. Ja, das kannst du gut machen. Viel Spaß damit. Ich meine, hast du... Oh, außer, ich meine, es kann ja auch gut sein, dass du gar nicht alle Streams gesehen hast. Du kannst natürlich die Streams nachschauen. Das ist auch möglich. Kannst du die Streams nachgucken? Kannst du tun, als wäre ich live. Ich weiß es nicht dasselbe. Ich war seit locker 10 Jahren nicht mehr im Urlaub. Ja, ich war eben auch 10 Jahre nicht mehr, 6 Jahre nicht mehr im Urlaub. Und dann habe ich mir letztes Jahr im Frühling, habe ich mir eine Woche Kroatien gegönnt. Und das war richtig nice. Richtig, richtig nice. Ja, aber es ist halt eben wichtig, ab und zu mal Ferien zu nehmen, also Urlaub zu machen. Man muss ja nicht weg, aber einfach mal eine Woche, zwei abschalten, ein bisschen. Halt keine Verpflichtungen zu haben, mal so 2 Wochen. Das ist echt, das tut echt gut irgendwo. Ach so, irgendwo in Graubünden. Ja, in der Nähe von Chur, irgendwie sowas, ja. Okay, weiß ich wohin, am Wochenende auf die Lenzer Heide. Ja, viel Spaß beim Suchen. Findest mich dann in der Sauna. Klingt nice. Ja, ich muss sagen, es sieht auch echt geil aus. Ich glaube, wir haben übelst viel Schnee. Mal gucken. Jo. Schon nett. Muss ich schon sagen. Ja, ich gehe dann auch ein bisschen so Schneeschuh laufen und so. Ja, vielleicht nehme ich euch mal mit, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen laufen gehe.
Vielleicht nehme ich euch da mal mit im Livestream mit und quatsche so ein bisschen mit euch. Andererseits bin ich ja nicht alleine dort. Das heißt, ich habe immer Leute um mich rum und ich weiß halt auch nicht, was die auf dem Plan haben und so, ne? Von dem her, ja. Also, ich gehe da mal, muss noch die Sachen kaufen für die Soße. Ja klar, mach das. Und ich muss sowieso ja, oh, ich muss noch 1000 Sachen erledigen. Ich muss auch Kontaktlinsen und Linsenflüssigkeit kaufen gehen in die Stadt. Dann brauche ich, da muss ich packen natürlich für das Wochenende und pipapo. Und ich muss noch so viele Sachen erledigen. Und heute Abend habe ich noch, gehe ich ja noch ins Training. Das heißt, ich muss 4 Stunden schon wieder weg. Naja. Leute, hat wie immer Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Genießt es. Und dann sehen wir uns as soon as possible. Hey, Unicorn Bullet. Dankeschön für ein Bild. Was, nee, nicht, dass ich noch als Stalker dastehe. Ja, besser wär's, ne? Niemand mag Stalker. Vor allem nicht, nachdem man You gesehen hat. Holy shit. Jo, bis so bald wie möglich. Super sorry. Aber ja, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Bye-bye.